Ja, Leute, willkommen zum neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ja, heute mal etwas anderes. Und zwar habe ich mich heute mit dem Dark Kaeli Sex zusammengetan. Und wir wollen heute mal ein bisschen über das PvP in WoW Classic sprechen. Und ich nenne dich einfach Dark, würde ich sagen, oder? Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ja, das ist völlig in Ordnung, der Name. Okay, genau. Und wie gesagt, das ist quasi eine Art Podcast hier heute in Videoform. Ich werde hier nebenbei ein bisschen in Ashenvale den Mage hier hochleveln und ihr könnt das Video oder quasi die Audiodatei hiervon auch später bei Spotify euch nochmal anhören. Link ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und wie gesagt, das Video wird ein bisschen länger gehen heute. Wir peilen ungefähr eine Stunde an und wir wollen heute folgende Themen besprechen, und zwar einmal das Ehresystem in WoW Classic. Ja, also wie hat man eigentlich gerankt in WoW Classic? Generell, wie sah so das Stammgruppen-PvP aus? Da wird Dark noch ein bisschen mehr zu sagen, weil er auch selber schon mal gerankt hat in der Stammgruppe. Da kann ich, wie gesagt, nicht so viel zu sagen. Ich habe halt mehr so World-PvP, solche Geschichten gemacht. Dann werden wir ein bisschen über das PvP-Balancing sprechen. Ja, also wie ausgeglichen die Klassen eigentlich sind in Vanilla. Ich denke, da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Meinung. Und dann werden wir uns noch mal ein bisschen anschauen, was so der Unterschied zwischen PvP und PvE-Gear war. Ja, da gibt es auch schon deutliche Unterschiede. Und dann am Ende nochmal, was wir so denken, was wir die beste PvP-Klasse finden, beziehungsweise die schlechteste. Ja. Und genau, dann würde ich sagen, ja, nehmt euch eine schöne Tasse Tee oder so, macht euch einen Kaffee und lehnt euch zurück. Und ich würde sagen, Dark, du stellst dich erstmal ganz kurz vor, irgendwie so, was so deine, wann du angefangen hast mit WoW, wann du aufgehört hast und was du so PvP-mäßig gemacht hast in WoW. Ja, gut. Also, ich habe ziemlich am Anfang mit WoW angefangen. Da war es gerade 3 Wochen draußen. Ich hätte gerne am ersten Tag angefangen. Leider war es ausverkauft. Ich musste also 3 Wochen warten. Und ja, dann habe ich ganz normal erstmal hochgelevelt. Das war mein erstes MMO. Also, es war alles ganz neu und ganz aufregend für mich. Und mir hat dann schon beim Leveln das PvP sehr viel Spaß gemacht. Also, erstmal das World PvP. Dann auch, da ich langsam gelevelt habe, gab es dann auch später schon die ersten BGs. Ich war jetzt nicht einer von den Leuten, die ganz schnell 60 waren, weil man dann doch auch mal die eine oder andere Klasse ausprobiert hat. Ja, er war bei mir ähnlich. Und ja, irgendwann war ich dann mit meinem ersten Charakter 60. Das war ein Nachtelfjäger. Und man ist dann in diverse Dungeons gegangen, hat sich alles angeguckt. Und irgendwann dachte ich mir, weil ich regelmäßig auch dann Battlegrounds besucht habe und irgendwie immer von der Horde auf die Fresse gekriegt habe, gehen wir doch mal und suchen eine Stammgruppe bzw. eine PvP-Gilde. Ja, also warst du quasi nicht von Anfang an in der PvP-Gilde, sondern hast dann erst immer gemerkt, oh, ich hab Bock drauf und bist Ja, dann einer geworden. ich hatte erst ein paar Fun-Gilden, auch schon beim Leveln und Ja, später okay. auch Ja. oben ein bisschen was ausprobiert und war dann bei einer Gilde, das war sehr schön, also war eine reine PvE-Gilde eigentlich. Da war aber die Community sehr schön, die hat sich einmal im Jahr getroffen, auch wirklich so im Real Life. Und es hat viel Ah, Spaß okay. gemacht, aber es waren halt wirklich nur eine Handvoll Leute, die dann ab und zu ein bisschen PvP gemacht haben. Und Ah, okay. dann haben wir uns halt entschieden, dann doch mal irgendwie was anderes zu suchen. Weil ich war auch in diesen großen Raids jetzt nicht so megamäßig interessiert. Man ist mal mitgelaufen, aber das war mir dann alles immer zu langwierig und dann halt auch immer zu einem bestimmten Termin, zu einer festen Zeit. Ah, okay. Da Ich konnte glaube, ich jetzt das ist nicht. auch der große Vorteil von PvP generell, ne? Dass man sich das alles ein bisschen besser selber einteilen kann und nicht immer so diese festen Zeiten hat und dann auch wirklich mal 4, 5 Stunden geradet wird, sondern. Ja. Genau, auf jeden Fall. Also das vor allen Dingen geht es auch schnell. Ich kann jetzt auch mal sagen, also jetzt, wenn es jetzt nicht auf dem Rang ankommt, ach, dann mache ich jetzt einfach mal 1, 2 Stunden PvP. Ich habe jetzt gerade Bock. Ja, melde mich an und habe einfach Spaß. Aber ich kann ja nicht online gehen und jetzt mal eben 40er Raid machen. Das funktioniert ja Genau, in das der verstehe Regel ich. nicht. Ja. Ja, und so habe ich dann halt eine PvP-Gilde gesucht und das hat sich erstmal als äußerst schwierig herausgestellt, eine zu finden. Also ich war auf dem Server, auf dem deutschen Server Kel'Thuzad. Das ist ein PvP-Server gewesen. Und ja, PvP-Gilden gab es nicht, Wollte ich gerade so beziehungsweise. überlegen, ne? Damals gab es bestimmt deutlich weniger auch so, ne? Also Es PvE war wahrscheinlich viele. ganz Also. schwer. Also ich habe wirklich über Wochen gesucht, immer weiterhin in den BGs auf den Deckel bekommen, weil man halt Ja. immer alleine oder mit ein, zwei Kumpels gespielt hat. Und irgendwann habe ich dann
Leute, die schon gute Skier hatten, einfach angeschrieben und gefragt, ja, kennst du nicht eine Stammgruppe oder eine Gilde? Und irgendwann war da mal jemand so nett und hat mir einen Tipp gegeben, an wen ich mich wenden sollte. Okay. Und ja, der hat mich dann so mehr oder weniger so ein bisschen gecastet, ein paar Ja. Fragen gestellt und hat dann entschieden, ja, kannst mitmachen. Okay, Ah, okay, cool. wir sind zum Glück nicht so viele, also es war eine kleine Gilde. Das waren vielleicht 30 Leute, aber es waren in der Regel nie mehr gleichzeitig als 15 online. Also, und da die dann natürlich auch ihre Arati-Gruppe voll haben wollten, haben die dann immer mit Randoms aufgefüllt. Also war es leicht, erstmal noch reinzukommen. Und so hatten sie wieder einen mehr, den sie fest einplanen konnten. Okay, cool. Ja, und so habe ich dann erstmal richtig gelernt, was eigentlich PvP in dem Battleground ausmacht, weil ich Ja. dachte vorher, hey, bist ja richtig gut im PvP. Ja, Ja. Pustekuchen. Mir wurde dann erstmal erzählt, was ich doch wirklich für ein Noob bin. Und nach ein, zwei Spielen hat mich der Gildenleiter auch beiseite genommen und mir erstmal erzählt, wie man eigentlich PvP spielt. Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, dass natürlich auch das BG-PvP ja auch eine komplette andere Form von PvP ist, ne, als World-PvP. Ja, das kann man gar nicht miteinander vergleichen, weil natürlich, gut, kommt auch immer auf die Klasse draußen an im Open PvP, aber du musst dich absolut mit der Gruppe absprechen. Also Genau. dieses Einzelkämpfer-Dasein hast du natürlich dann in der Stammgruppe überhaupt nicht. Genau. Und was ist der größte oder der höchste Rang, den du hattest? Weißt du das noch? Ja, ich war jetzt nicht so hoch, also ich war jetzt Rang 8 in der Zeit bloß gewesen. Das lag jetzt aber wirklich daran, dass ich dann einfach aus beruflichen Gründen das Ganze abbrechen musste. Ja. Jeder, der da lange bleiben geblieben wäre, hätte auch die Chance gehabt auf 12, 13 oder gar 14, weil es war okay. Es wurde dann immer festgelegt, sobald man einen etwas höheren Rang hat, das war dann ab Rang 11, 12, wer denn jetzt nächste Woche aufsteigen darf. Dann wurde das, ja, mit den Standings und so weiter, ne? Da habe ich Genau, auch genau. gar keine Das Ahnung von. war ganz wichtig, weil im Endeffekt konnte ja immer nur einer Rang 14 werden pro Woche. Ja, Ja, genau. Da manchmal muss hat es auch man. 2 Wochen gedauert. Aber wir haben eigentlich, also zumindest auf der Allianzseite, wir waren dann auch die Einzigen, die halt auch immer diese Ränge gestellt hatten. Weil es gab nur diese Stammgruppe und die anderen hatten keine Chance, da irgendwie punktemäßig ranzukommen, also ehremäßig. Es gab ja zum Glück da noch kein Brain-Pool von den Servern und dadurch kannte man halt auch die Gegner, man kannte sich untereinander und hatte auch dementsprechend ein Standing auf dem Server, wenn einfach, wenn die Leute den Gildennamen gesehen haben. Also ich brauchte gar keinen hohen Rang und hatte trotzdem hohes Ansehen. Also das war Ich ganz weiß, witzig. ja. So diese sozialen Aspekte waren einfach noch viel, viel wichtiger, einfach so, ne? Auch, das ist ja auch generell so ein Ding von Vanilla. Genau. Hat man sich so einen Namen möglich gemacht dann auch auf dem Server, ne? Weiß Richtig. ich auch Also noch. da wusste dann auch die Gegenseite, wenn es jetzt nicht vielleicht gerade die PvP-Gilde auf der Horde-Seite war, ja, den klatschen wir jetzt mal nicht um, sonst kriegt das gleich mit drei, vier Leuten zu tun, die doppelt so gutes Equip haben. Also Ja, das war bei uns auf war. dem Server auch so. Da haben wir auch so ein paar, das weiß ich heute noch die Namen von den Leuten, ne? Ist auch krass irgendwie. Gab da so ein, zwei Gilden, die einfach so den Ton angegeben haben, sag ich mal. Genau, das stimmt, ja. Also ja, und also viele waren halt, hatten sich halt vorgenommen, Rang 13, 14. Also manche brauchten den 14er halt nicht, weil die Waffe brauchten sie nicht. Die hatten sie vorher schon in einer großen PvE-Gilde sich eine gute Waffe Dann haben sie geholt. quasi Und nur Rang 13 gemacht oder so dann, ne? genau, Also. und die hatten halt teilweise dort dann Heal-Equip gefarmt und wollten jetzt dann eben, ja, jetzt ein Druide oder so eben sein Feral-Equip voll haben und hatte dann aber schon die Waffe. Und somit brauchte der nicht 14. Das ist der letzte Rang ist ja auch wirklich dann Genau. übelst krass gewesen. Und man kann ja eigentlich auch sagen, dass so Caster generell auch nicht unbedingt 14 machen müssen, ne? Da reicht ja eigentlich auch 13 in vielen Fällen schon. Das stimmt. Also Wenn man jetzt, genau, also das die war, Waffen also. ist für Damage-Dealer, die jetzt direkt Schaden machen, also jetzt ohne zu casten, wesentlich wichtiger. Genau, viel interessanter dann auch. Das war auch so ein Phänomen auf den Privatservern in den letzten Jahren, dass halt wirklich auch viele Caster immer nur Rang 13 gemacht haben und Rang 14 wirklich überwiegend von ja, Retri-Paladinen und Kriegern dann auch gemacht wurde. Ja, für Jäger war es auch sehr wichtig. Ach stimmt, auch wegen dem Bogen dann oder wie? Das war nochmal. Genau. Und genau, auch wegen den beiden Einhandwaffen, die waren ja dann auch sehr gut für den Jäger noch, ne? Richtig, Von den genau. Werten her, ne? Stimmt. Also beziehungsweise als Jäger dann eine Zweihandwaffe. Ah, okay. Okay.
Ja. Das war schon sehr wichtig, weil du jetzt auch gerade in den Raids als Jäger in der Regel Ach so. die Sache nicht abbekommen hast. Also das Ja. war, also klar, einen Bogen hast du unter Umständen mal gekriegt, aber hast dich dann mit drei anderen Jägern rumgeprügelt. Ja. Und aber an die Waffen bist du eigentlich nicht rangekommen. Ja, Da hast recht. Das war keine auch, Chance. das finde ich auch interessant. Das hat sich auch so ein bisschen, habe ich vom Gefühl her, auch auf den Privatservern so ein bisschen geändert, diese Auffassung, man den Jägern dann doch ein bisschen mehr Gier auch mal zuspricht. Habe ich so das Gefühl gehabt. Weil ich kann mich da nämlich auch dran erinnern, so früher, 2005, 2006, wo wir da in Vanilla geradet haben, er hätte nie im Leben irgendeinen Hunter irgendwie Ashkandi oder so bekommen. Ja. Ja, genau. Also ich Und. kann beim Privatserver nicht mitsprechen, da habe ich nie im High-End-Bereich gespielt, aber Ja. bei Blizzard-Servern war nicht dran zu denken. Genau, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Ja, genau. Also wie gesagt, meine Erfahrung ist im Grunde genommen, ich habe auch mit Release direkt angefangen, habe dann ja, relativ langsam hochgelevelt. Ich habe ewig gebraucht, bis ich Level 60 erreicht habe. War jetzt 16 Jahre zu dem Zeitpunkt und habe auch jetzt, also war kein guter Spieler in dem Sinne, ne? Habe einen Krieger gelevelt. Auch noch quasi so die schwerste Klasse, mit der man anfangen kann, eigentlich in WoW. Sehr Ja, langwierig. da habe ich mich auch im Nachhinein so ein bisschen drüber geärgert, dass ich da direkt mit dem Krieger angefangen habe, aber na gut. Und ich habe dann eigentlich, also ich war nie in einer PvP-Gilde, ja. Ich habe eigentlich immer nur PvE gemacht. Nur dadurch, dass ich halt ein Krieger war, war es dann so, dass ich dann öfter mal oder später, also wo ich dann wirklich schon viel PvE-Gear hatte, von guten Gilden, die dann auch ihre entsprechenden Stammgruppen hatten, immer mal wieder Anfragen bekommen habe, ob ich denn bei ihrer Stammgruppe mitmachen möchte. Ne? Weil es einfach so war, und Krieger war einfach gerade in der Warzone oder so halt richtig, richtig wichtig, dass man da einfach die Krieger einfach hatte, die in der Mitte rumgezeugt haben und die Gegner umgeklatscht haben, ja, die Freedom von dem Paladin bekommen haben. Gerade auf Ali Seite war Krieger dann auch sehr stark mit dem Paladin zusammen. Und das war dann tatsächlich so im Nachhinein gar nicht mal so schlecht, dass ich Krieger war. Weil dadurch habe ich dann quasi ja, oftmals so Einladungen bekommen, im Grunde genommen für die Stammgruppen halt, ne? Von den guten Gilden so. Und das Wenn war der dann Krieger so. erstmal gutes Gear hat, dann geht's auch gut ab. Genau, ohne Scheiß. Das hat dann halt sehr lange gedauert, ne, bis ich das Gear hatte so. Aber als ich das Gear dann hatte, waren dann wirklich auch die Invites so da und dann wollten die Leute auch, dass ich da mitmache. Genau, dann habe ich da so ein bisschen PvP mit denen gemacht. Aber das war eigentlich in Vanilla nie mein Ding so. Ich habe immer nur Duelle gemacht, sehr viele Duelle, muss ich sagen. Hat mir irgendwie Bock gemacht, aber so Stammgruppen-PvP oder auch selbst World-PvP habe ich in Vanilla noch nicht wirklich gemacht. Das ging bei mir dann eigentlich erst so in Burning Crusade los, wo ich sehr viel Arena gespielt habe und dann auch wirklich nur noch PvP gemacht habe. So in Burning Crusade habe ich dann eigentlich gar kein PvE gemacht, sondern nur noch Arena und PvP. Und die überwiegende Erfahrung so im PvP, gerade im World PvP, habe ich dann eigentlich erst auch auf Privatservern gesammelt, ne? Okay. Also so war das bei mir eigentlich. Also während des originalen WoW Classics habe ich wirklich sehr viel PvE gemacht und echt einfach den ganzen Abend nur Duelle. Keine Ahnung, irgendwie Duelle habe ich einfach gefeiert. Und genau, das war so mein Ding eigentlich. Und jetzt halt, wie gesagt, dann seit, also mit Cataclysm habe ich dann aufgehört mit Retail WoW. Da habe ich dann noch einen Schurken hochgelevelt auf 85, aber dann irgendwie relativ schnell keinen Bock mehr gehabt. Ja, das war jetzt vor 7 Jahren ungefähr. Und dann habe ich so vor 6 Jahren ungefähr auf Privatservern angefangen und seitdem immer auf irgendwelchen Privatservern unterwegs gewesen. Auf Nostalrius war ich. Nostalrius wird ja auch dir wahrscheinlich auch ein Begriff sein, oder? Ja, vom Namen auf jeden Fall, klar. Genau, das ist so der bekannteste, größte Privatserver so gewesen, der dann eigentlich auch so diesen Hype dafür nochmal ausgelöst hat und dann auch Blizzard dazu bewogen hat, nochmal über die ganze Geschichte nachzudenken, denke ich. Zum Glück. Ja, genau. Sonst wären wir hier heute nicht, so eine Art, ja. Richtig. Und danach kamen noch einige andere Server, die wahrscheinlich auch jetzt Leute kennen werden, die so in der Privatserver-Szene unterwegs waren. Elysium habe ich gespielt, Lightbringer, Norsedale und genau, jetzt halt im Sommer dann endlich wieder auf den offiziellen Servern. Genau, das ist so meine Vergangenheit in WoW. Ich habe bis zu Ende von Burning Crusade gespielt und Genau. habe dann eigentlich erstmal aufgehört, jahrelang. Habe
zwischenzeitlich mal wieder angefangen und immer wenn ein neues Addon rauskam, habe ich mal das Maximum-Level einfach nur durch Questen erreicht, habe dann Ja. kurz PvP ausprobiert und jedes Mal festgestellt, nach einem Monat, als wenn ich das höchste Level hatte, nach einem Monat dann noch gespielt auf High Level, wie langweilig. Ja. Also ging nicht mehr so richtig an mich ran. Also jetzt auch gerade so die letzten Male. Also jetzt gerade letztens vor, ja, so eine gute Woche her, habe ich einen Held jetzt erst auf 120 gebracht. Also völlig verspätet, weil ich dachte auch, ich gucke mir jetzt noch mal aus Langeweile doch mal das aktuelle WoW an, Ja. um zu gucken. Bis vertreibe ich mir die Zeit bis Classic. Ja, das Leveln war angenehm, es hat Spaß gemacht, die Quests und so, aber dann auf 120 wieder doch recht schnell die Lust verloren. Ja. Also. Der Klassiker, so, ne? Immer bei einem neuen Addon mal reinschauen und dann relativ schnell keinen Bock Genau. mehr haben. Das hatte ich auch immer ähnlich so in Erfahrung gehabt. Blizzard hat im Endeffekt bloß 2 Monate an mir verdient, plus den Kauf und das war's. Und ja, wenn sie dann Classic bringen, haben sie auf jeden Fall wieder einen Dauerabonnenten. Richtig, ja, bei mir auch so, ohne Kack. Das ist schon krank irgendwie, ne? Wenn man sich überlegt, jetzt irgendwie 5, 6 Jahre kein Abo gehabt irgendwie und im Sommer ist fast schon safe bei mir, dass ich dann ein Abo wieder abschließen werde. Also, Genau. ja. Ja, und ansonsten habe ich mir letztes Jahr auf Nefarian, das ist ein deutscher PvP, nur deutscher Privatserver, Ja. Habe ich mir das mal jetzt angeguckt, habe da ein bisschen gelevelt, aber jetzt auch nur mit einem Held bis Level 30 und ansonsten noch ganz Low-Level-Bereich. Die anderen Helden sind mir Ja. nochmal angeguckt, weil ich Also, wollte mir jetzt auch nicht den Spaß verderben, deswegen spiele ich jetzt genau. nicht aktiv da weiter. Genau, also quasi so in, kann man schon sagen, in der Privatserver-Szene nie wirklich angekommen. Überhaupt nicht, nein. Genau, aber muss man ja auch nicht. Und wie gesagt, ist auch immer so eine Sache, so, weißt du, auf der einen Seite finde ich es ganz cool, dass man die Möglichkeit hatte, ne, auf diesen Servern zu spielen in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite war es natürlich auch immer so ein bisschen mit so einem bitteren Beigeschmack irgendwie. Weil es halt nie irgendwie offiziell war, man wusste nie, was geht im Hintergrund ab, ne? Sind die Game Master korrupt, irgendwie wird da Gold verkauft und so weiter. Also das war immer so ein bisschen so, naja, ne? Wenn es jetzt so geblieben wäre, wie Blizzard ursprünglich mal geplant hätte, WoW Classic wird niemals kommen, dann hätte ich mich vielleicht jetzt auch nochmal reingehängt auf dem Privatserver. Aber aufgrund dessen, dass die Ankündigung jetzt fest ist für den Sommer diesen Jahres, ja, habe ich nur kurz mal reingeschnuppert. Ja. Hast ja Glück gehabt, dass du jetzt nicht mehr lange warten musst im Grunde. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten, ja, größeren Thema so. Ranking, Premade PvP bzw. Stammgruppen PvP. Wie gesagt, habe ich halt mal mitgemacht, ja, ich weiß auch ungefähr, worum es darum geht. Habe aber selber jetzt nie gerankt in dem Sinne. Ich glaube, mein höchster Rang war irgendwie Rang 6 oder so mit dem Krieger mal. Gar nicht mehr, wie der heißt, irgendwie Kürassier, nee, das war noch höher, also weitaus darunter noch, Argent oder so. Und weil ich bin halt immer so der Typ gewesen, ich habe halt World PvP immer mehr gefeiert. Das war irgendwie so meine, weiß nicht, hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Aber Liegt ich. daran, dass du schon gutes Gear hattest und es nicht mehr brauchtest so dringend. Könnte natürlich auch deswegen sein, weil ich mir das über PvE so geholt habe, meinst du, ne? Genau, ja. Also Ja. das war jetzt für jemand, der jetzt nicht so Lust hatte auf PvE, natürlich schwierig, dann die guten Leute draußen umzuhauen, weil da fehlte ihm halt noch ein bisschen was. Ja, kann ich auch verstehen, genau. Aber bei mir geht es dann wirklich auch so weit darüber hinaus, selbst wenn ich gutes Gear oder also quasi selbst wenn ich schon alles habe, finde ich World PvP für mich immer noch interessanter irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie cool, so alleine in der Welt rumzurennen oder mit zwei, drei Leuten auch und dann einfach so auch ja stärker auch, wie soll man sagen, honoriert zu werden, wenn man Leute killt, weil man weiß so, okay, die müssen jetzt richtig weit rennen oder so halt, ne? Oder auch selber mehr bestraft zu werden, wenn man eben stirbt, wenn man dann eben auch halt, weißt du, nicht direkt wiederbeleben kann, wie im BG, ne? Richtig, ja, genau. Aber natürlich gibt es sehr viele Leute, die BGs sehr gerne mögen und das auch lieber mögen. Und ich denke auch, dass im Sommer sehr viele Leute auch ranken werden, ja, BG, PvP machen wollen, sich richtig auf das alte Warsong und vor allem auch aufs alte Altera-Quelli wieder freuen. Und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Teil vom Spiel auch wieder werden. Kommt ja auch nicht um die BGs herum, wenn man Ehre farmen möchte. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Vielleicht auch genau mal als Info vorab direkt. Man kann ja quasi nur ranken,
indem man wirklich BGs farmt, weil man nämlich dann die Bonus-Ehre bekommt pro Win, glaube ich, ne? Genau. Und das ist halt deutlich mehr Ehre, als wenn man nur irgendwelche Gegner irgendwo killen würde, ne? Also die Du eigentliche kriegst Ehre. auch Bonus-Ehre, wenn du nicht gewinnst. Also zum Beispiel jetzt, wenn du in Warsong die Flagge abgegeben hast, also jetzt Ah, okay. deine Fraktion, jetzt nicht du persönlich, sondern die Fraktion, aber der Sieger kriegt nochmal richtig extra. Ah, Also wenn okay. das Spiel jetzt 2 zu 3 ausgeht, kriegt die Verliererseite trotzdem mehr Ehre, als wenn es 3 zu 0 ausgeht. Ah, okay. Aber genau, die Gewinnerseite profitiert schon deutlich mehr, ne? Dann, Auf jeden Fall, ja. genau, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Ja, ich würde Deswegen ist es sagen. auch wichtig, dass man die Stammgruppe hat, weil sonst, wenn du ständig immer verlierst, nicht nur, dass es frustet, aber man sammelt halt auch viel langsamer Ehre. Genau, deswegen werden quasi die Hardcore-PvP-BG-Spieler dann auch alle in Stammgruppen unterwegs sein. Also mit einem festen Setup an Leuten, die immer am Start sind, so eine Art, ne? Um ihre Ränge halt zu farmen. Ja, ich würde sagen, vielleicht stellst du einfach mal kurz so das Konzept vor von vom Ehre-Farmen oder vom Rang-Farmen in Vanilla. Weil du ja auch selber wirklich 2005, 2006 damit halt auch Erfahrung gemacht hast. So. Ja, worauf kommt es an so und was waren so deine Erfahrungen? Die ersten Ränge, sage ich mal, sind ja sehr einfach zu kriegen. Und jetzt, wenn wirklich Leute interessiert sind, die höheren Ränge zu erreichen, die ersten, sage ich mal, drei Ränge können sie eigentlich schon beim Leveln machen. Ja, Wenn genau. man ab und zu Open PvP macht, dann kriegt man doch die ersten Ränge doch schon nebenher zusammen. Oder vielleicht geht man auch schon mal in BG, bevor man Level 60 wird. Ich denke so ab Rang 4, 5 ist es schon hilfreich, wenn man eine Stammgruppe hat. Es war so, dass die Ehre wurde immer wöchentlich berechnet. Also das heißt, wenn man jetzt keine Add-ons oder so installiert hatte, dann hat man auch nicht vorher irgendwie sehen können, wo stehe ich denn jetzt, was habe ich denn schon erfarmt und so. Mittwochs nach dem Server-Update, nachdem die dann immer gewartet wurden, gab es dann auch immer die Ehre jeden Mittwoch. Und dann Genau, sind immer die Leute Mittwoch, ja. dementsprechend aufgestiegen, abgestiegen, haben ihren Rang behalten. Man hat dann seinen Fortschrittsbalken gesehen im Ehrefenster, beim PvP-Fenster. Genau, das ist der hier für die Leute, die bei YouTube hier gerade zuschauen. Ja, ich habe gerade keinen Rang hier. Ja. Genau, und ja, und dann die aufgestiegen sind, sind dann natürlich als erstes in Sturmwind oder auf Horde-Seite dann in Orgrimmar erstmal haben sich die neuen Sachen gekauft, die Rüstung oder die Waffen, die sie aufgrund ihres Ranges dann bekommen konnten. Genau, das ist ja Bei auch nochmal ein interessanter Punkt, ne? Es gibt quasi in Stormwind und auf Horde-Seite in OG, glaube ich, ne? Also in Orgrimmar. Genau. Gibt es dann, wie nennt man die? PvP-Häuser, keine Ahnung. Ich glaube, das ist Halle der Helden oder ich weiß nicht, also auf jeden Ja, Fall ist das genau. bei, also Championfall, ja. ich kann es jetzt nur sagen, für die Allianzseite, da ist es auf jeden Fall in der Altstadt. Kurz da bei dem SI7-Viertel, da wo das losgeht, da kann man rechts halt reingehen. Und ab Genau. Leutnant kann man halt in die Offizierstaverne, sage ich jetzt mal, rein. Welcher Rang ist das? Leutnant müsste Rang 6 gewesen Sechs, sein. glaube ich, ne? Dann kommt man da Ja, rein, genau. genau. Vorher kommt man Vorher. quasi gar nicht in den Raum rein, wo man sich das PvP-Game überhaupt kaufen und anschauen kann, ne? Ist auch interessant vielleicht. Genau, also da hängt dann so ein Schild dran. Die Tür ist zwar offen, aber das ist dann so, als wenn man in den Dungeon reinläuft. Man Ja. kann also nicht rein. Da steht dann, sie haben noch nicht den Rang des Leutnants erreicht. Ich habe den Rang auf der Horde-Seite jetzt nicht im Kopf. Ansonsten für die kleineren Ränge, da stand halt ein Verkäufer vor dieser Offizierstaverne und hat dann eben für die Ränge Gefreiter oder Landsknecht und Fußknecht hat dann eben Fähnrich. Was gab es Genau. noch? Feldwebel hat dann eben da das Gear verkauft. Also das ist auch der Unterschied gewesen zu den Rängen danach. Die unteren Ränge gehen halt auch, da gab es unterschiedliches Gear auch für unter Level 60. Also ging, glaube ich, schon ab Level 30 los. Da konnte dann ein Gefreiter oder ein Fußknecht eben dann schon die ersten Sachen kaufen. Also am Anfang jetzt nur ein Wappenrock und so, aber dann später eben auch die ersten Rüstungsteile. Und da gab es dann drei verschiedene Level, die er sich kaufen konnte, je nachdem, auf welchem Level er sich gerade befand. Und ab Leutnant war es dann aber wirklich nur noch für Level 60. Also man konnte zwar vorher rein, wenn man theoretisch auf einem kleineren Level den Rang des Leutnants erreicht hätte, aber es hätte einem jetzt nicht
ausrüstungsmäßig viel gebracht, außer dass man noch drin Tränke und so kaufen konnte. Ja, genau, die Fürs, komischen Tränke, genau. genau, fürs Battleground, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil die waren jetzt wirklich viel, viel günstiger, als Ja. jetzt die selber herzustellen oder im Auktionshaus zu kaufen. Die gingen Genau, also dann man aber kann auch da quasi nur im Tränke Battleground. drin kaufen, die man nur im BG dann trinken kann. Ne? Also Heal-Tränke und Richtig. Mana-Tränke, genau. Das wird Genau. sicherlich auch wieder so kommen, denke ich mal. Dass Hoffentlich, man. ja. Ja. Genau, Ja. und was vielleicht auch noch interessant ist, man kann sich auf jeden Fall das PvP-Trinket, kann man sich ab Rang 3, glaube ich, oder? Kaufen. Rang 2 schon? Rang 2 oder Rang 3, ja, das habe ich Ja. jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war recht früh. Also das kriegt man auf jeden Fall schon während der Levelphase. Das war ziemlich easy, Genau, weil das wenn man so natürlich auch den. jetzt für die Leute wichtig, die vielleicht jetzt nicht so Hardcore-PvP machen wollen, aber so ein bisschen PvP nebenbei, da ist natürlich das PvP-Trinket auch schon sehr wichtig in Vanilla. Das könnt ihr halt schon ab Rang 2 oder 3 halt auch vor der Halle kaufen, ne? Bei so einem Händler. Genau, richtig, ja. Dann müsst ihr also nicht da reinkommen irgendwie. Genau. Ja, und dann fängt es im Grunde genommen an. Also dann hat man, wie läuft das denn ab? Also man, du hast ja vorhin gesagt, du hast ja dann eine Gilde gesucht, eine PvP-Gilde so, ne? Und wird dann so entschieden in der Gruppe, wer jetzt quasi dann wirklich bis Rang 14 durchpusht, oder wer? Wird dann wahrscheinlich immer geschaut, wer hat wie viel Zeit und so weiter, ne? Ja, also man schaut jetzt wirklich jede Woche danach. Also es gab eigentlich schon so 2, 3 Wochen voraus, wo klar war, wer immer jetzt der Nächste ist, der dann Rang 14 oder 13 werden darf. Ja. Also die unteren Ränge, die hatten da jetzt natürlich kein Mitspracherecht. Also wenn jetzt ein Leutnant, ein Hauptmann oder so, der ist dann einfach mitgelaufen und der ist ja dann auch sowieso dann jede Woche einen Rang aufgestiegen. Das war ja dann, ab Ah, einem gewissen okay. Rang gingen auch Ja. ja nur noch pro Woche einen Rang. Das heißt, diese großen Sprünge gehen ja auch nur unten. Also ich kann jetzt mit PvP anfangen und kann am Anfang 2 Ränge machen, aber das geht später nicht mehr. Das heißt, pro Woche nur ein Rang. Ja. Und deswegen waren die eh außer Konkurrenz. Aber Es wenn ich ging dann jetzt. immer so darum am Ende, dass sich die ganzen Rang 13, Rang 12 dann einigen mussten, wie es weitergeht, so, ne? Richtig, also der, sag ich mal, der Leutnant oder der jetzt Hauptmann werden wollte, der hatte jetzt ja auch gar kein Interesse, da jetzt jeden Tag Ja. vielleicht 8 oder 10 Stunden PvP zu machen, weil es war ja gar nicht nötig. Also in dem Bereich, wenn der am Tag 2 Stunden, 2,5 Stunden gemacht hat, dann war dem sein Rang sicher, dass der dann nächste Woche von Leutnant auf Ja. Hauptmann aufgestiegen ist. Ah, Ja, okay. weil er ja in der Regel. Wenn die Gruppe ins Arati oder in die Vorsorgungsschlucht gegangen sind, dann haben die ja immer gewonnen. Also dieses Ehrefarmen war relativ einfach. Und das hat dann auch nicht so lange gedauert, wie jetzt in einer Random-Gruppe, sondern im Arati-Becken hat man dann eben in der Regel immer 4 und manchmal eben auch 5 Flaggen geholt und dann ging es ganz Ja, schnell. Also dann war sofort zu Ende. genau, ich habe das auch noch so in Erinnerung bei uns, oder wenn ich quasi in der Stammgruppe mitgemacht habe, wo ich manchmal eingeladen wurde, haben die Gegner dann auch ganz schnell aufgegeben oder sind gelieft, wenn sie gemerkt haben, dass wir drin waren. Genau, oder haben sich Wenn, hingesetzt und haben einfach gewartet und dann haben die die genau. Flaggen eingenommen und Ja. ja, die haben sich dann wirklich da hingesetzt und haben gewunken und getanzt. Das kam auch manchmal vor. Ja. Ja, also 4 Flaggen gegen Random-Gruppen hatten wir eigentlich immer im Arati-Becken und das war Genau. dann immer nur ein Kampf um die 5. Flagge. Ja. So. Und ja, ansonsten um auf deine Frage zurückzukommen, die Rang 12er und Rang 13er, die haben jetzt halt dann wirklich richtig Masse auf Ehre gefarmt und es war jetzt klar, wenn es jetzt zum Beispiel 2 Grad auf Rang 13 war, dann war klar, wer jetzt als nächstes dran war, 14 zu werden. Und dann musste der eine andere Rang 13, der durfte dann nicht so viel spielen. Das heißt, wenn der ein gewisses Kontingent erreicht hatte, dann musste der zurückstecken. Dann ist der nicht mehr eingeladen worden in die Stammgruppe, war dann natürlich in der Gilde und so, aber hat gesagt, okay, so jetzt nehmen wir wieder einen in die Gruppe auf, der eben bloß Rang 9 oder 10 hat. Und Damit der andere Rang 14 oder Rang 13 dann in der Woche quasi 14 auf werden Platz konnte. 1 ist, ne? Von allen Leuten, die Richtig. PvP machen. Also nur Und mal zur der. Info, quasi derjenige, der Rang 14 in einer Woche wird, also Großmarschall auf Ali-Seite und auf Horde-Seite, oberster Kriegsfürst, glaube ich, ne? Ja, ich denke auch, genau. Und das ist quasi derjenige, der in einer Woche auf dem ganzen Server am meisten Ehre hat. Ne? Genau, es gibt gab auf den ganz, ganz großen Servern, also die mit extrem starker Auslastung, da hatten die auch manchmal 2 die Woche, aber da ich jetzt auf Kel'Thuzad war, ein mittlerer Server, da war es immer nur einer die Woche. Stimmt, das habe ich auch auf Privatservern in den letzten Jahren auch oft mitbekommen, dass sie dann sich so abgesprochen haben, dass sie genau die gleiche Ehre hatten irgendwie, ne? Das ging auch, oder wie?
Das war dann halt einfach Rang 1 und Rang 2. Wenn da der Unterschied nicht groß war, dann, weil die genaue gleiche Ehre zu erreichen war, eigentlich, Ach, dann ja, haben war die beide schwerer, war trotzdem nicht mal den machbar. Rang bekommen, ja? Genau, Ah, dann haben okay. die den Rang bekommen. Aber auch nur dann, wenn sie vorher schon, ich sag mal, vielleicht 13,5 waren oder so. Also, weil oftmals ist es so, dass du im Rang 13 Ach nicht so. gleich auf 14 springst. Du bist dann nächste Woche 13,5 und dann Ja. kannst du, wenn du nochmal so gut bist, kommst du 14. Also der Sprung in einer Woche von 13 auf 14 ist schon extrem. Ja. Also hat von uns haben das die wenigsten geschafft. Ich kann mich jetzt da nicht dran erinnern. Und wir haben wirklich viele Rang Ja. 14 Leute gehabt später dann. Ah, darum war das dann quasi möglich, dass auch zwei Leute Rang 14 in einer Woche werden konnten, weil sie quasi dann mit dem Balken einfach über das Ziel hinausgeschossen sind, so eine Art, ne? Genau. Beide. Also wenn der Server es hergegeben hat, wenn die Community auf dem Server so groß war. Das war, wie gesagt, begrenzt. Also auf den nicht Ja. so stark ausgelasteten Servern ging es nicht. Ah, okay. Ah, okay. Ansonsten, ja, war es dann auch so, dass jetzt zum Beispiel die dann jetzt Rang 14 hatten, endlich vollständiges Equipment und haben sich gefreut. Die sind dann natürlich auch in der Gilde geblieben und haben ihre Ausrüstung getestet. Aber die haben dann auch sofort, ich meine, die waren auch natürlich froh nach jetzt 2 Monate nur noch jeden Tag zocken. Ja. Die haben dann eben vielleicht noch 2, 3 Mal die Woche 2, 3 Stündchen mitgemacht, haben die Gilde unterstützt. Aber ganz klar, hätten die mehr gewollt, wären die auch rausgeflogen oder gesagt, nee, geht nicht, weil der war ja schon Rang 14, was soll das jetzt noch? Also das heißt, der hat dann eben die Gilde Ah, okay. unterstützt und es wurde aufgefüllt. Ja. Ja, er hat dann auch schnell seine Ränge wieder verloren, deswegen haben die Leute, Ja. wenn sie Rang 14 waren, erstmal alle Waffen, alle Rüstungen gekauft. Also da Dann gab es auch ja nun erstmal jede. aufs World PvP vielleicht konzentriert oder mal ein bisschen for fun geradet oder so, ne? Dass man. Ja, klar. Also gerade auch die Klassen, wo es dann im World PvP richtig Spaß macht, wie zum Beispiel Schurken oder Druide, wo du im Stealth angreifst, die Ja. sind dann erstmal losgezogen oder haben ein bisschen im Alterac Valley alleine PvP gemacht ohne Gruppe. Ja. Was auch ein guter Punkt noch, die Rang 13 Leute immer mussten, wenn sie 14 wurden. Also wir haben im Schnitt haben wir 8 Stunden am Tag BG gemacht. Und die Leute, die dann gerade dran waren mit Rang 14, die haben anschließend weitergemacht. Also die haben dann wirklich, als dann die Leute gesagt haben, ja, jetzt gehen wir schlafen, reicht für heute. Und dann Ja. sind die nochmal ins Alterac und ins 40er BG und haben dann da weitergezockt, Ach um so, eben ah, okay, ist sich auch interessant. Dann quasi abzuheben von den anderen 13ern. weil die Stammgruppe hat dann quasi gesagt, so, wir machen jetzt Ende für heute. Sie mussten aber Genau. weitermachen und sind dann ins Alterrad rein. Wussten ja, sie brauchen noch extra Ja, Ehre. Und genau. haben dann noch Ja. ein, zwei Stündchen weitergemacht, also je nachdem, ein, zwei Runden. Ist War ja auch damals interessant. ein ewig langes Alterac immer. Ja, das ist auch interessant. Und wie lange hat es denn jetzt gedauert? Wenn ich jetzt angefangen habe mit dem PvP, sagen wir mal, ich fange auf 60 direkt mit gut, das wird natürlich jetzt auf den Servern im Sommer nicht gehen, weil das Ehre-System wird ja nicht von Anfang an drin sein. Aber sagen wir mal so, ich habe dann so durchs normale Daily PvP, wenn man mal jemanden killt, irgendwie hat man vielleicht immer so standardmäßig Rang 2 oder Rang 3, ne? Vielleicht ab und zu mal alleine einen BG macht. Wenn ich dann sage, okay, ich möchte wirklich Rang 14 werden. Was glaubst du so, wie oder wie lange hat es damals gedauert? Also ich weiß, dass es technisch möglich ist, wenn du 60 bist, von Rang 0 bis Rang 14 geht in 12 Wochen. Das heißt, wenn du jetzt schon Rang 3 bist, dann ziehst du halt ein, zwei Wochen ab, sage ich mal. Technisch in Und 12 Wochen, oh, okay. ja, aber das heißt dann auch wirklich, ja, 12 Wochen durchspielen. Also jetzt nicht durchspielen, aber du musst jeden Tag deine 8 Stunden rechnen. Jetzt nicht ganz am Anfang, weil natürlich, um von Rang 3 auf 4 zu kommen oder so, das ist ja dann noch einfach, aber irgendwann später dann, spätestens ab Leutnant, Hauptmann, muss es dann schon ein bisschen mehr werden, damit du jede Woche aufsteigst. Okay, Und also wir reden so von 3 Monaten grob, im Grunde genommen. also wenn du 2 Monate, mindestens wenn du jetzt schon die ersten Ränge hast beim Leveln, und dann hast du aber 2 Monate Hardcore-PvP. Ja, und Okay. das hängt jetzt auch natürlich wieder vom Server und von der Fraktion ab, aber locker mal mindestens 5 Tage die Woche, 8 Stunden. Ja, 2 Monate, okay. Ja, So, das ist und natürlich schon auch eine krasse Zeit, so, ne? Auch ein krasses Commitment irgendwie, dass man, da muss man dann auch erstmal so die Zeit für haben. Das ist ja, glaube ich, auch im PvP die größte Herausforderung, oder wenn man Rang 14 machen möchte. Viele können viel spielen, aber viele können halt eben nicht wirklich 2 Monate am Stück durchspielen, ne?
Genau, daran scheitert es bei mir auch. Ich war auch ganz ambitioniert und wollte dann Rang 14 werden, aber ich musste das dann leider abbrechen, dieses Unterfangen. Und man ist natürlich auch bei dem System irgendwann demotiviert, wenn man vielleicht wieder drei, vier Ränge verloren hat, dann wieder neu anzusetzen, weil das ja Ja, doch verstehe ich. schon ziemlich anstrengend ist, hochzukommen. Ja, okay. Ja, weißt du denn noch ungefähr, wie viel Ehre man in der Woche damals brauchte, um Rang 14 zu erreichen? Was da so der Wert war? Oder weißt du es nicht mehr? Nee, ich weiß es nicht mehr und es ist natürlich jetzt auch wieder von jedem Server und von jeder Fraktion wieder unterschiedlich, weil ich ja nur gegen meine eigene Fraktion im Endeffekt an Ehre gemessen werde. Also wenn ich jetzt Allianz spiele, spielt es keine Rolle, wie viel die Horde an Ehre farmt. Ich muss halt gucken, dass ich eben vorne liege. Also wenn ich jetzt Rang 14 werden will, muss ich eben auf einem mittleren, ausgelasteten Server den ersten Platz haben. Und wenn der erste Platz jetzt die Woche bei 350.000 Ehre liegt, dann habe ich halt den ersten Platz. Liegt der bei 800.000 Ehre, dann komme ich mit 8 Stunden am Tag gar nicht mehr hin. Das sind dann schon, dann findet hier schon Account Sharing statt, weil wenn wir uns so langsam auf die Millionen zu bewegen, dann ist das meiner Meinung nach mit einer Person gar nicht mehr möglich. Genau, und das können wir jetzt ja auch mal die Diskussion so ein bisschen öffnen. Also in den letzten Jahren auf den Privatservern habe ich das halt auch oft erlebt. Immer nur so von Freunden von mir, die halt Ranking gemacht haben, dass halt wirklich dann zum Teil die Leute enorme Ehrewerte in der Woche gefarmt haben. Zum Teil irgendwie 1,6 Millionen Ehre in der Woche. Weil natürlich auch, was du ja vorhin auch erzählt hast, so, ihr wart die einzige krasse Stammgruppe bei euch, ne, auf dem Server, so wirklich. Das wird natürlich, glaube ich, schon im Sommer schon ein bisschen mehr Competition geben, ne? Weil natürlich die Leute mittlerweile herausgefunden haben, so, oh, Rang 14 lohnt sich halt extrem. Und auf den ganzen Privatservern, in denen ich so gespielt habe, habe ich deutlich, deutlich mehr Rang 14 Leute gesehen, als halt auf Retail-WoW vor 12 Jahren. Ne, und deswegen glaube ich, dass dann auch wirklich die Competition deutlich ja, schwieriger sein wird und man wahrscheinlich noch mehr spielen muss, ne, als diese 8 Stunden pro Tag. Und Ja, ich glaube, also ich denke grundsätzlich zwar hast du damit schon recht, aber ist jetzt natürlich nur eine subjektive Einschätzung von mir. ja, Ich denke, klar. dass ich auf den Privatservern auch so, na, die richtigen PvP-Veteranen gesammelt haben. Also das heißt, Ja, auf jeden Fall. die ganzen Leute, die jetzt mehr so auf Dungeons stehen und einfach oder neue Landschaften sich angucken und Quests, naja klar, die spielen dann halt auch die neuen Add-ons, die rauskommen. Und sind auch irgendwo dem WoW so mehr oder weniger treu geblieben oder haben mal zu einem anderen MMO gewechselt. Und Stimmt. dadurch hat man jetzt so viele PvPler auf den Privatservern. Und auch wenn es vielleicht mehr wird, aber ich denke, insgesamt wird natürlich der PvE-Content bei weitem wieder überwiegen. Und jetzt ist auch die Frage, wie viele deutsche PvP-Server wird es geben? Also wenn es natürlich nur einen gibt, dann wird es heftig, klar. Hoffen wir es Aber nicht. ja, wenn es jetzt 5 gibt oder so oder sogar mehr, dann Hast du ja, recht. dann denke ich mir, das wird Ja. relativ im Stimmt. ähnlichen Bereich sich abspielen wie damals. Das ist echt ein guter Punkt, hast du recht, genau, weil natürlich hast du recht, weil auf der einen Seite auf dem Privatservern hat man viele, viele Tryhards angetroffen. Also sage ich das einfach mal. Viele Leute, die extrem viel gespielt haben, die auch extrem gut im PvP waren, die aber auch wirklich sehr viel Zeit ins Spiel investiert haben, so, ne? Und sehr viel, ja, die hatten dann immer Engineering und alles auf Max, die beste Profession, das beste Gear gesammelt. Ja, es gibt ja auch verschiedene Items so in der Levelphase, die man sich schon holen kann, die gut fürs PvP sind. Geil auf Impending Doom zum Beispiel, den kennst du auch, oder? Wo man sich quasi selber mit Schaden machen kann und dann nur mit dem Goblin-Helm rumgerannt sind. Also ist natürlich, hast du schon recht, auf den Privatservern hat so eine Ansammlung stattgefunden an Leuten, die, ja, ich sag mal so, wirklich auf jedem Privatserver immer wieder neu Rang 14 gemacht haben, einfach so absolut kranke No-Life-PvPler waren, ja. Genau. Wie Ja, gesagt, und gar keine Kritik. Jeder soll machen, worauf er Bock hat, so, ne? Ist auch gar kein. Aber das hast du schon recht. Das war auch so eine kleine Welt für sich, so ein bisschen, ne? Und das habe ich auch schon oft gesagt, dass ich auch einfach mich darauf freue, dass ich dann auf den Servern von Blizzard im Sommer auch wieder mit Leuten zusammenspielen kann auf dem Server, die eben nicht immer so 100% überall geben, ne?
sondern die auch einfach mal ganz normal einfach nur das Game genießen möchten, ein bisschen PvE machen wollen, nebenbei PvP machen. Und hast du schon recht. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht ein wenig, also natürlich, dann ist auch wieder wichtig, was du eben noch gesagt hast, wie viele PvP-Server kommen, ne? Ich hätte so die Vermutung, selbst wenn jetzt irgendwie 5 PvP-Server kommen, dass wir wahrscheinlich trotzdem mehr Leute haben werden, die versuchen, Rang 14 zu erreichen, als auf Retail-WoW. Aber stimmt schon, wahrscheinlich wird es nicht so mega krank mehr sein. Ja, gut, auf Retail-WoW gibt es ja jetzt dann auch keine Ränge mehr in dem Sinn. Nee, ich meine jetzt also 2005 im Vergleich dazu. Ja, das stimmt, okay. Also bei uns war es auch so gewesen, dass das locker und völlig frei war. Also da war jetzt nicht die Bedingung in der Gilde, dass die Leute alle jetzt Ingenieur sein mussten. Das war Ja. damals noch nicht so. Es gab ein paar, die hatten das natürlich, aber das war überhaupt nicht Pflicht. Hatte jeder seinen Beruf, wie er lustig war. Ja, also Ja. ich war damals Kräutersammler und Alchemist, das war in Ordnung. Ja, Und darum, und das ist halt, weißt du, das war auf Privatservern komplett anders. Da bist du in der Open World rumgerannt und jeder Honk, der, mit dem du PvP gemacht hast, hatte gefühlt Angie, wirklich, weißt okay. Also, das, da kann man sich schon, ich glaube schon, dass so vom Skillniveau und von dem, was die Leute so gerafft haben, ja, sich da auch Guides anschauen und so weiter, glaube ich, werden wir schon generell so eine Anhebung vom PvP-Niveau feststellen. Was ja nicht unbedingt Wird negativ sein. ist so, ne, aber ich glaube, das wird man schon feststellen. Die ganzen Guides und die vielen YouTube-Videos wie heute, die gab es in dem Ausmaß ja auch noch gar nicht. Genau, ja. Also bei uns war auch die Skillung nicht wichtig. Also es hieß, wenn du sagen wolltest, okay, für mich jetzt als Jäger, ich konnte Beastmaster sein, ich konnte auch auf Treffsicherheit skillen oder auch Überlebensjäger. Es war völlig in Ordnung. Es war egal. Ja. Hauptsache, die einzige Bedingung war wirklich, dass du das machst, was eben gesagt wird. Ja. Dass du dir eben, wenn du eine Flagge verteidigen solltest, dann musstest du die eben verteidigen und dass die Gruppe sich auf dich verlassen konnte. Aber die Skillung hat keine Rolle gespielt und das war dir völlig frei. Das musste halt einfach funktionieren. Genau. Ja, Und dann würde das ich finde ich. sagen, Das finde ich auch immer schön, ganz kurz zum Abschluss noch, gegenüber jetzt beispielsweise, also jetzt speziell beim Jäger, im PvE hatte ich oft das Problem, dass ich nicht mitgenommen wurde, weil die Leute dann gesagt haben, oh nee, die Skillung passt gerade nicht. Ja. Und ja, dann, das hatte ich halt im PvP gar nicht. Da Ja. war das völlig in Ordnung. Hauptsache, du hast deine Aufgabe erfüllt. Ja, man kann ja auch in Vanilla noch nicht sehen, welche Talente jemand verteilt hat. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Weil sie gar nicht visuell gar nicht so im Vordergrund steht irgendwie. Ja, dann World PvP. Ach so, nee, genau, eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen wegen dem Ehrensystem. Und zwar, was denkst du denn, wann wird das Ehrensystem in die Server implementiert? Weil Blizzard hat momentan, also laut Blizzard kommt es nicht von Anfang an rein. Ja, also am Anfang an, wenn man da jemanden killt, bekommt man quasi gar keine Ehre, kann noch keine Ränge aufsteigen. Was denkst du denn, ab wann das System ins Spiel kommen wird? Ja, gute Frage. Bei dem letzten blauen Post habe ich genau natürlich als PvPler das am meisten vermisst. Ja. Und also ich denke mir, ja, beim zweiten oder vielleicht sogar erst dann, nee, beim zweiten Update denke ich, kommt es spätestens. Vielleicht auch schon beim ersten, aber beim zweiten Update sollte es spätestens reinkommen. Blizzard überlegt ja jetzt gerade noch wegen dem Gear, weil es gab ja auch zu Classic-Zeiten einmal eine Aufwertung beim PvP-Gear. Genau, das ist auch noch Und interessant, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. das dann wird, ich muss dazu sagen, ich habe erst in der PvP-Gilde angefangen, da hatte diese Aufwertung schon stattgefunden. Also vorher habe ich mich dafür jetzt weniger interessiert, weil ich ja in diese Offizierstaverne nicht reingekommen bin. Und ja, soll wohl so sein, dass die Leute, die aber vorher dann schon die Ränge hatten, einfach auch ihr Gear auf upgegradet bekommen. Also die müssen dann nicht nochmal den Rang erreichen, weil das Genau, wäre ja und in sonst. Vanilla bin ich der Meinung, war es so, man muss das normal machen, ne? Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe es selber nicht erlebt. Ich habe Ach so, letztens selber eine ah, Diskussion im Chat mit Leuten gehabt und die hm. sagten mir, nein, es war nicht so, das wurde abgegradet. Aber das ist jetzt keine 100% sichere Information. Das war Ja. alle,
die hatten das geschätzt. Einer war zwar mit drin, der war Rang 14. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, dort wurde da auch abgegradet, weil Könnt es ihr gerne hätte doch. mal unter dem Video kommentieren, was denkt ihr, wurde das Rang 14 Gear quasi für die Leute, die am Anfang Rang 14 schon mal erreicht hatten, einfach abgegradet oder mussten die den Rang nochmal neu erfarmen? Ich glaube tatsächlich, die mussten es wirklich nochmal neu machen. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher hier an der Ich Stelle. glaube es nicht, weil da hätte sich Blizzard zu viel Ärger eingehandelt, weil Ja, das okay, das. nochmal abzuverlangen war doch dann doch zu böse. Aber jetzt quasi jetzt in Bezug auf die Server im Sommer, würdest du dann auch natürlich, denke ich mal, sagen, dass man den Rang nur einmal machen muss und dann auch das Upgrade bekommt, ja? Auf Würdest du jeden das, Fall, um ne? Himmels Okay. Willen. Es würde die Motivation so was von rauben, wenn die Ja. BGs rauskommen, die die PvP machen wollen, dass die da jetzt schon richtig ranken. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt nicht jemand, der das in 2, 3 Monaten mal eben so macht. Ich werde länger brauchen, falls ich überhaupt jemals auf 13 oder 14 komme. Aber wenn ich es mir vornehme, werde ich doch ein bisschen länger brauchen als die ganz schnellen. Vielleicht brauche ich 5, 6 Monate. Und dann gibt es ein paar Monate später ein Update und dann das ganze Spiel noch einmal. Oh Gott, nee, also Ja. da hätte ich ja Vielleicht schon von kannst vornherein du keinen vielleicht Bock mehr. nochmal kurz erklären, warum es die Upgrades gab? Na, es kamen ja damals auch immer neue Dungeons dazu, zu Classic, so wie auch beim heutigen WoW, ja, ohne dass es ein neues Add-on gab, kamen ja ab und zu neue Contents dazu und somit ja auch dann Genau. für die PvE-Raids bessere Ausrüstung. Und irgendwann waren die PvEler mit ihrer Ausrüstung benachteiligt, weil es war dann nicht mehr lohnenswert, den Rang 14 zu erreichen. Da war dann so ein top-equippter PvEler dann doch schon besser. Und das wollte man Genau. ausgleichen und hat dann irgendwann auch das PvP-Gear dementsprechend angepasst. Ja. Genau. Also man kann, glaube ich, so sagen, dass das erste PvP-Gear, was man dann so bekommt, ist dann so auf dem Niveau, also das Epische dann so, ne, das Blaue auch schon fast von T2 so ungefähr, oder? Ne? Kann man so ungefähr sagen? Also ich weiß nur, dass man ist auf Rang 8 komplett blau equipped. Da hat man dann schon, obwohl man blau ist, ist man im Battleground schon ganz gut dabei. Also wenn man jetzt nicht Ja. gerade gegen Stammgruppen kämpft, bist du doch schon einer von den Leuten, die sich gut mitprügeln können, auch gegen Leute, die jetzt vielleicht episch ausgerüstet sind im PvE, aber Genau. das Equip passt einfach nicht so perfekt fürs Battleground. Und Genau. die sind dann unterlegen. Ja, und dann kommt leider erstmal nicht mehr ganz so viel Equip, dann kommt ja das Reittier, eine Standarte und alles und dann geht's wieder richtig los am Rang 12, 13 Dem epischen Gear mit dann. den epischen Gear und dann in 14 die ganzen Waffen. Genau, und ich würde sagen, man kann so sagen, ja, so ganz grob, hängt natürlich auch von den Klassen sehr stark von ab, ne? Weil natürlich einige Klassen profitieren von ihrem PvE-Gear halt im PvP auch, ne? Zum Beispiel der Schurke. Andere Klassen wiederum, wie zum Beispiel der Magier, profitieren davon nicht so gut. Den kann man das so pauschal wahrscheinlich eh nicht sagen, aber ich würde so ungefähr sagen, dass das blaue PvP-Set und auch das epische PvP-Set, was noch nicht abgegradet wurde, ist ungefähr dann so in dem Bereich Molten Core und T2 und das geupgradete und ein bisschen besser im PvP und das geupgradete dann so Akku Naxxramas Niveau so ungefähr, ne? Das ist ja dann so. Das kommt hin. Um Ja. es nochmal zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, ganz schlimm war es halt für die Heiler-Klassen, die jetzt PvE gemacht hatten, die vielleicht schon gutes Equipment hatten, aber so ein Druide, der jetzt im High-End-Content war und schon alles episch, aber da war eben dann auf der ganzen Ausrüstung hauptsächlich Willenskraft eben drauf und eben Intelligenz, aber eben kaum Ja, Ausdauer. hat ihm überhaupt nichts Und gebracht oder sehr wenig genau, gebracht und im PvP. im Endeffekt war dann die Ausrüstung des Druidens, da war dann kaum noch Willenskraft drauf im PvP und dann war eben Genau. mehr Ausdauer und auch Beweglichkeit und somit Das ist genau. Das ist auch ein interessanter Punkt. Wir werden wahrscheinlich noch einen anderen Podcast machen, wo wir uns nochmal dann genau über die Klassen unterhalten werden. Finde ich auch echt so ein bisschen gemein fast schon, dass einige Klassen wirklich deutlich mehr von ihrem PvE-Gear im PvP profitieren, ne? Und andere Klassen wiederum, naja, mit dem PvE-Gear nicht wirklich was im PvP anfangen können, ja, um es mal so zu formulieren. stimmt. Nein. Ja, zum Beispiel der Schurke, so ein kleiner Geheimtipp, der Schurke ist meiner Meinung nach so die Klasse, die mit so das beste PvE-Gear hat fürs PvP. Weil es auch einfach gut mit dem Gameplay vom Schurken harmoniert. Ja, der Schurke möchte möglichst viel Schaden möglichst schnell machen
Und das harmoniert sehr, sehr gut mit den T-Teilen. Und auch die Set-Boni vom Schurken sind eigentlich sehr gut fürs PvP immer ausgelegt. Im Warlock ist es auch ähnlich. Und beim Magier zum Beispiel ist es eher nicht so. Das würde mir jetzt so spontan einfallen. Aber wie gesagt, da können wir dann auch mal im Klassenvideo näher drauf eingehen. Okay. Genau, so, dann World PvP. Was hast du deine Erfahrungen mit? Bist du so ein Typ, der auch gerne mal World PvP macht? Oder war das für dich einfach immer nur so ein Lückenfüller zwischen den BGs? Nee, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch vor allen Dingen beim Leveln und dann auch die erste Zeit, wo man dann Level 60 war, wo dann auch wirklich die großen Schlachten stattgefunden haben zwischen Horde und Allianz. Ja. Also, wo man sich getroffen hat oder auch mal versucht hat, eine City zu raiden. Ja, also es hat Genau. unheimlich viel Spaß gemacht. Es wurde dann leider uninteressant für die Leute, die dann irgendwann aufs Ranking gegangen sind. Durch die ruchlosen Morde haben die sich Ja. dann ganz schnell vom Open World PvP verabschiedet. Das war leider schade. Genau, also mal zur Erklärung, wenn ihr in einem Raid drin seid, keine Ahnung, 40 Leute und ihr raidet irgendwie for fun Ironforge oder wie auch immer. Und da braucht dann nur einer mal dabei sein, der irgendeinen NPC angreift, der eben einen. Der hat so einen bestimmten Status dann. Das sind nicht. Der war Ist nicht grau. jeder. Ah, okay, genau. Ist nicht jeder NPC, ne? Aber wenn einer dann quasi in eurem Raid den gekillt hat, dann hat jeder in eurem Raid einen ruchlosen Mord bekommen. Und das war halt sehr, sehr schlecht auf eure Ehre in der Woche. Und ihr habt dann auch sofort einen ja, weniger Ehre quasi, also Ehre abgezogen bekommen, ne? Direkt. Glaube Direkt, ich. da hat man dann auch nicht Ja. gewartet auf den nächsten Mittwoch, sondern das Genau. könnte sein, dass du hast 10 ruchlose Morde gehabt und du hast direkt mal ein, zwei Ränge verloren. Also, und auf Genau. den höheren Rängen war das halt richtig bitter, weil der Balken, Genau. beim ersten Mord war es noch nicht so schlimm, aber dann ab 4-5 ging der Balken immer ungefähr um das gleiche Stück zurück und da hast du 3-4 Morde und du warst einen Rang unten. Also das Ja. ging dann recht fix, also da hat Da es keinen Spaß mehr. wird mal gespannt sein, ob die halt auch wieder im Spiel sein werden, ne, generell. Oder ob sie das vielleicht Ich. weglassen. Das wäre schön, weil das würde das Open PvP beleben, wenn man Ja. das weglässt. Genau, wobei man halt aber auch sagen kann, finde ich, natürlich, klar, das ist schon ein bisschen blöde, aber ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten auskennt, mit denen man unterwegs ist, so, ja, wenn man ein bisschen darauf achtet, mit wem man World PvP macht, kann man das auch einigermaßen gut vermeiden, ja. Und vielleicht auch, wenn man jetzt World PvP nicht in Städten macht, ne, sondern einfach so, weißt du, in der offenen Welt, da kann das Das natürlich nicht passieren. weil ja in der offenen Welt, aber es müsste einfach so geregelt sein, dass wirklich nur derjenige, der den Mord begangen hat, es angerechnet kriegt und nicht der ganze Raid. Stimmt, das wäre auch, Das das wäre wäre erstmal auch, das ja, hast Erste. recht, das wäre auch eine gute Änderung, damit dann, Das ja, verstehe ich. Zweite, warum es halt auch nicht funktionieren würde, ist in so einer Gruppe. Ich denke jetzt allein einfach mal bei mir an den Jäger. Ich mache einen Mehrfachschuss und ja, jetzt steht einfach mal ein NPC in der Nähe. Dann ist der einfach sofort down, wenn dann Level 30 NPC rumsteht. Und dann kriegen wir einen ruchlosen Mord. Also ich meine, und ich habe bloß auf Mehrfachschuss gedrückt. Ich wollte den ja gar nicht töten. Ja. Ja, und das ist dann natürlich nicht so förderlich. Ja, okay, ja, da muss man mal schauen, wiefern das dann ein Problem sein wird. Ja, bin ich mal gespannt, was Blizzard da machen wird. Ja. Also ich muss sagen, ich habe World PvP immer sehr genossen. So, ich fand das immer irgendwie cooler als BG PvP. Das einzige BG, was ich so richtig gerne gespielt habe, war eigentlich Alterac. Immer sehr gerne gespielt. Wahrscheinlich, weil es sich ja dann auch wieder ähnlich wie World PvP angefühlt Genau, hat. ja. Wird sich. Weil es einfach so ein riesiges BG war. Aber dadurch, dass ich irgendwie auch nie wirklich die Ränge pushen wollte, hatte ich vielleicht dann auch nie immer so den Bedarf hätte nach BG PvP. Aber ich muss auch sagen, dass gerade so auf den Privatservern, wo dann wirklich jeder Honk irgendwie Engie war und immer alles gegeben hat und das war natürlich auch, manchmal hat das Bock gemacht, aber irgendwann hat es sich auch schon ja ein bisschen abgefuckt, sage ich mal, weil die Leute einfach so zu sehr getryhardet haben irgendwie. Und da hoffe ich dann, dass man auch auf den Blizzard-Servern dann im Sommer mal so wieder so ein paar normale Spieler antrifft in der Welt, ja, mit denen man einfach quasi, also die man quasi auch mal killen kann. Und die dann nicht direkt umloggen und irgendwie ihre ganze Gilde anbringen, anschleppen, so eine Art. Ja, aber ich finde, World PvP ist für mich echt so ein
absoluter wichtiger Punkt. Und das werde ich auch viel machen, auf jeden Fall im Sommer. Werde ich auch viel streamen so. Ich werde natürlich dann auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal gestream-sniped werden von einigen Kandidaten. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also, und gerade auch natürlich, es geht ja auch nicht nur darum, dass man alleine in der Welt rumrennt, sondern auch gerade so PvP-Events oder so, kann ich mir halt mega gut vorstellen. Ne? Weißt du, dass man das irgendwie so organisiert? Zum Beispiel, jetzt hat dir gerade jemand auf Twitch gefolgt, obwohl ich gar nicht live bin. Aber die Alerts kommen trotzdem rein, also vielen, vielen Dank. Wir werden ja quasi auf einem PvP-Server eine Ally und eine PvP-Gilde gründen, ja. Und wenn ihr Bock darauf habt und mitmachen wollt, könnt ihr gerne mal die Links unterm Video abchecken. Könnt ihr dann auf unseren Gilden-Discord kommen und dort gerne auch dann mitmachen im Sommer. Und worauf ich halt auch wirklich Bock habe, ist, dass man wirklich so PvP-Events organisiert. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, die Hordenseite verteidigt irgendwie Grumgol in Stranglethorn oder so. Und die Allianz-Gilde muss die Base einnehmen, zum Beispiel, ja. Das wäre dann natürlich auch so ein Punkt, der natürlich viel, viel mehr Sinn machen würde, wenn eben diese ruchlosen Morde nicht in-game wären, ne? Das stimmt schon, weil gerade in so in diesen Low-Level-Bases sind natürlich sehr viele ja, graue NPCs am Start. Aber jetzt vom Prinzip her einfach das finde ich so geil an World PvP, man wirklich in der Welt auch wirklich dann ja, so Events machen kann. Und das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne dann ja, organisieren würde. Hört sich gut an. Die Ja. einzigen Events im Open PvP, die wir früher noch gemacht haben, mal waren ab und zu halt im Schlingenhorntal in der Arena die Truhe holen. Da Ah, genau, die Gurubashi Arena. Ja, genau. genau, da standen keine ruchlosen Morde an, da war keine Gefahr. Ja, Und stimmt. ja, gut, wir haben sie halt auch dann natürlich immer gekriegt, wenn wir sie haben wollten, logisch. Ja. Ja, Stimmt, da aber haben auch einige Gilden und auch einige Server haben da auch richtige so quasi, wenn man so will, schon Arena-Turniere veranstaltet. Das fand ich auch ganz cool. Oder so richtig, ja. One-on-One-Turniere. Ich denke auch, dass, weil das so beliebt war, daraus ist dann ja auch so ein bisschen die Arena entstanden im Burning Ja, Crusade. genau. Das könnte echt sein, dass sie dadurch das gerafft haben. Das ist auch so ein Punkt. Jetzt mal so einfach so komplett random reingeworfen. Könntest du dir eine Implementierung der Arena in Classic vorstellen? Also grundsätzlich ja, es wäre sehr schön, aber ich würde das dann nicht wieder ans Equipment binden. Weil das wäre dann doch ein zu großer Eingriff in die Spielmechanik, wenn wir jetzt auch noch ja, Arena-Equipment Ja. implementieren. Also, dass man einfach for fun, in 2 Jahren, 3 Jahren, 5er, dass man das anbietet, dass die Leute sich messen können, auch gerne mit Ranking, aber dass die dann eben vielleicht einfach irgendwelche Wappenröcke oder so bekommen, aber jetzt nicht Ja. wirklich irgendwelche Waffen oder Rüstung, die einen jetzt noch so weiter pushen können. Das wäre, glaube ich, schade, wenn das jetzt, das wäre zu viel. Ja. Ansonsten würde ich es gut finden. Also vom Spaßfaktor auf jeden Fall überlegenswert. Ich würde dafür stimmen, solange kein Gear mit dranhängt, auf jeden Fall. Also ich merke schon, wir harmonieren heute sehr gut. Genau, ich habe genau die gleiche Meinung. Ich finde es auch, es wäre eine mega geile Sache, wenn man es einfach anbieten würde. Aber bitte dann ohne Gear. Weil sobald man jetzt irgendwie wieder Gear mit verbinden würde, würden, glaube ich, auch die Leute viel eher dann so wieder rumheulen, weißt du, dass Veränderungen drin wären und so weiter, ne? Genau. Und das wäre auch einfach dann, glaube ich, so, das würde vielleicht auch die komplette Balance von der ganzen Geschichte wieder über den Haufen werfen, so, ne? Richtig. Ja, So stimmt. viele Leute, wie schreiben, Classic muss Classic bleiben und no change und so weiter. Ja, Ja. also es wird ja ohnehin kleine Abänderungen geben. Das ist ja auch sicherlich nach so vielen Jahren okay, aber ich sage mal, die Masse des Spiels sollte doch erhalten bleiben, also das Grundprinzip. Und deswegen, ich fand es auch immer so besonders, dass eben dieses Balance der Klassen nicht so ausgeglichen war. Also, dass man die immer weiter später angepasst hat, dass gerade das fand ich damals interessant, dass es eben manche Klassen gab, die nicht so gut waren und andere wieder. Oder die halt auch einfach dann so in einem bestimmten Bereich nicht gut waren einfach. Ne? Das finde ich ja auch Ja, cool. Entschuldigung, das meinte ich damit eigentlich. Ja, dass die Genau. einen waren eben im BG gut. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, Genau. nehmen wir mal den Retri-Paladin, wo man sagt, macht ja eigentlich keinen Schaden. Ja, aber im Battleground war das eben anders. Da war er eben wichtig. Genau. Ja, Das finde ich also. auch cool. Man kann nämlich in Vanilla eigentlich nicht so sagen, es gibt eine schlechte Klasse oder eine, die. Ich finde so, jede Klasse ist in einem Bereich einfach sehr gut. Und das finde ich auch sehr angenehm, ja.
Genau, so. Ja, dann generell PvP-Balancing. Sind wir quasi gerade schon beim Thema. Was ist so dein Empfinden, wenn du jetzt, also du hast gesagt, du hast quasi am Ende von Burning Crusade aufgehört, ne? Genau. Was ist denn so dein Empfinden, wie waren die Klassen gebalanced in Vanilla? Also, du hast ja gerade schon gesagt, es gab so ein bisschen so die Polarisierung in manche Ecken. Manche Klassen waren halt so im Solo-PvP sehr stark, manche waren auch im Gruppen-PvP dann auch eher stärker. Aber wenn du jetzt so vom Feeling overall gehen würdest, ja, dann hat man ja so ein Grundgefühl, wie man das PvP im Vanilla gefunden hat. Wie war da jetzt so deine Einschätzung? Wie hat dir das so gefallen? Also, ich Vielleicht muss auch sagen, im Vergleich zu Burning Crusade dann nochmal, was ja danach gekommen ist so. Aber auch erstmal nur so. also wenn wir mal auf die Stammgruppe der Horde gestoßen sind, was selten vorkam, weil die halt immer direkt rausgegangen ist, wenn die uns gesehen hat. Nicht, weil sie nicht gewonnen hätten, ganz im Gegenteil, wir haben das uns auch einmal im Monat oder so gegeben, wo wir gegeneinander gekämpft haben. Das ging dann Warsong meist 2 zu 3 für die aus. Aber da die einfach instant inviten konnten, haben die lieber ganz schnell in ein paar Minuten ein paar Randoms umgeklatscht, als gegen uns da ewig rumzukämpfen, rumzuzergen. Ja. Da hat dann so eine Warsong halt auch mal 2 Stunden gedauert. Und ja, also wenn wir dann gegen die gespielt haben, muss ich sagen, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass irgendeine Klasse richtig schlecht war. Weil wenn die richtig gutes Gear erstmal haben, so ab Rang 12 und so, dann sind sie eigentlich in der Gruppe alle stark. Also klar, man kann jetzt bei den bestimmten Battlegrounds, jetzt wie zum Beispiel Warsong, da ist dann einfach, meist nimmt der Druide nimmt die Flagge oder eben ein Krieger, wenn gerade, oder ein Paladin, wenn gerade kein Druide da ist, da ist der eben sehr wichtig. Und dann haben eben in anderen BGs, wie jetzt zum Beispiel im Aradi-Becken, da gibt es dann eben ganz andere wichtige Aufgaben. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen versuchen, die fünfte Flagge zu rushen und wir wollen das BG nach Möglichkeit in unter 2 Minuten beenden, dann ja, da hat man eben einen Nachtelfjäger beispielsweise am Sägewerk abgestellt und der hat dann sich getarnt und sein Pet hat sich auch getarnt und der hat dann die Flagge da verteidigt. Darauf war auch nicht zu verzichten. Es ist schwer zu sagen, weil ich habe jetzt, wenn ich jetzt alleine gekämpft habe gegen einen Elementarschaman, dann habe ich meist verloren, habe dann auf die Mütze gekriegt. War ein Heiler in der Nähe, dann sah die Sache jetzt schon wieder total anders aus. Also in irgendeiner Kombination, das, ich würde sagen, ich fand es sehr gut balanced, wenn sie alle gut equipped waren. Solange das Equipment noch nicht stimmte, also man ist gerade 60 geworden und ist dann vielleicht erstmal durch ein paar Dungeons gegangen. Da sah die Sache ganz anders aus. Da war das Balance so unterschiedlich Ach und stimmt, ich weiß, was meinst du. hat sich auch wirklich so angefühlt, wo man dachte, oh mein Gott, Schurke stunt mich und ich bin instant tot. Ja, Also oder auch ich. zum Beispiel, oder auch einen Magier am Anfang, ne, der einfach dann kiten konnte ohne Ende und Genau, also ich habe damals nicht als Beastmaster gelevelt, also diesmal würde ich es definitiv tun. ja, Ich habe würde ich ganz auch Ganz empfehlen. normale Treffsicherheit gemacht, weil auch ich mir nie irgendwelche Videos angeguckt habe, habe halt hochgelevelt. Ja, und gut, klar, konnte mein Pet dementsprechend nicht viel Schaden machen und nicht in den Beastmaster-Modus wechseln und somit, ja, ich mit meinem Gear gestunt vom Schurken und zack, tot. Und man dachte, hey, wie geht denn das? Ich kann mich ja nicht mal wehren, ich kann ja gar nichts machen. Und man hat immer gedacht, oh, krass, das gibt's ja gar nicht. Und so was habe ich gemacht? Habe ich mir erstmal einen Schurken hochgelevelt. Ja. Musste dann später feststellen, der ist ja gar nicht so gut, ja, weil ich Ja, nicht das genau, Gear das, hatte. ja, genau, richtig. Also. Und auch vor allem Schurke ist auch da liegen Welten zwischen, wie gut ein Schurke im Solo PvP ist, ja, oder auch im BG, ja. Der Nutzen von einem Schurken im BG ist viel, viel geringer als im Solo oder World PvP. Also im BG scheinen halt dann zum Beispiel Klassen wie Krieger oder Hunter deutlich mehr so. Das ist auch nochmal wichtig. Genau. Aber so Also overall würdest du schon sagen, hat dir das Gameplay und das Balancing der Klassen in Vanilla gut gefallen, so, ja? Im ja, Vergleich zu anderen grundsätzlich. WoW-Erweiterungen. Also die Klassen schon, aber von der Fraktion war es schon heftig, dass, sage ich mal, auf der Horde-Seite, also die Gegner durch die Orks und Untoten doch schon ein bisschen tougher waren. Also das hat man schon gemerkt, Ja. dass dann die 25% Resistenz der Orks. Ja, das ist auch einfach, verstehe ich auch einfach nicht.
A schon böse, Ja. aber Da hoffe ich gut. mir auch, dass sie das vielleicht noch ändern. Das ist so ein Punkt, den ich richtig bitter finde. Aber man hatte sich dran gewöhnt. Ich finde, es gehört jetzt auch irgendwie dazu. Man hatte, ich weiß nicht, das wäre jetzt vielleicht auch wieder ein zu großer Eingriff, das zu ändern. Ich weiß nicht, wenn es jetzt so wird, wie es immer war damals, dass die meisten Allianz spielen und, sage ich mal, die Horde in der Minderheit ist, ja, dann wird es so auch wieder sein wie damals. Man Ja. ist bei Random-Gruppen im Arati und im Warsong meistens unterlegen und im Alterac dafür gewinnt die Allianz. Warum? Ja, weil die Gruppe bei Ach, den wegen. Hordlern nicht vollständig ist. Wir kämpfen dann 40 gegen vielleicht Ja. 37. Und das gleicht dann wiederum das ein bisschen wenigstens aus. Also es wäre doch auch, ich fand es damals auch sehr, sehr unfair, aber ich weiß nicht, ob das nicht doch ein ganz krasser Einschnitt wäre, wenn man jetzt sagen würde, Wenn man das. wir lassen das weg. Das frage ich mich auch immer. Ich habe auch öfter schon mal so mich mit anderen darüber unterhalten über das Thema, meinte dann auch so, ey, was wäre denn, wenn man die Racials einfach komplett weglassen würde, so, ne? Und dann auch immer alle so, nee, das ist ein ganz großer Part von Vanilla, das darf auf gar keinen Fall wegfallen und so, damit identifiziert man sich mit seiner Rasse mehr und so. Ja, Ja, es, ich find's schade. Also, schwierige Frage. es ist klar, dass die Horde dadurch stärker ist. Wenn beide Gruppen gleiches Gear haben und gleich gut spielen, dann liegen sie leicht Ja. vorne. Aber es gehört irgendwie trotzdem dazu. Also, das wäre doch meiner Meinung nach ein zu großer Einschnitt. Also, Ja. da wäre es mir lieber, sie machen die Grafik besser und machen so wie bei StarCraft 1. Da kann ich eben anklicken, ein Häkchen rein, alte Grafik oder ein Häkchen rein, HD-Grafik und habe dann eben schön ein Genau, neues das machen Remake sie oder so. ja, ne, das machen sie ja. Genau, sowas ist super. Aber alles, was Equipment und Talente und Rassenfertigkeiten angeht, da sollte man ganz vorsichtig sein, da, wenn man da rangeht, weil Genau, sonst heißt es ja. auch ganz schnell wieder, ja, Genau, wenn man jetzt an und die Talentbäume geht, wenn man es ja. bei einer Sache ändert, bei einer Rasse, dann, Genau, und da bei habe ich einer auch schon Klasse ganz oft meine ich, dann gesagt, wollen sie es überall. da wird Blizzard wahrscheinlich auch dann leider Gottes auch zu ängstlich sein irgendwie, weißt du, die wollen da nicht irgendwie, dass die Leute ragen und sich aufregen über solche Geschichten, sondern das werden sie wahrscheinlich auch, denke ich, nicht ändern. Es ist ja auch ganz gut für Blizzard, wenn sie dann in dem Punkt mal ängstlich sind, weil sie waren ja auch sehr mutig, wie sie alles verändert haben über die Jahre, angefangen bei Cataclysm. Also jetzt, wenn man sich das heutige Talentsystem anguckt, das ist ja nun komplett anders. Ja. Insofern, die Leute, die wirklich dieses Classic wieder wollen, ja, die sollen es dann auch so bekommen, wie es war, sage ich mal, zu Ja. 95%. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sind ja schon, haben ja schon ein bisschen was hinter uns hier. Damit das Ja. Video nicht mehr allzu lang wird, machen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen. Und zwar das nächste Thema wäre PvP versus PvE Gear. Ich habe das ja schon mal so ein bisschen angeschnitten vorhin. Ich glaube, es gibt, das kann man nicht so allgemein sagen, welches Gear da besser fürs PvP ist generell. Aber es ist, glaube ich, schon auch interessant für den einen oder anderen, dass es tatsächlich so ist. Für manche Klassen ist das PvE Gear besser fürs PvP. Und für viele Klassen ist aber auch das PvP eher besser. Vielleicht Vor allen generell Dingen auch was? leichter ranzukommen. Genau, also ja, also PvE-Gear kommt man meistens leichter ran, ne? Natürlich, genau. Wobei man natürlich auch beim PvE-Gear halt auch oft so ein bisschen auf Luck angewiesen ist, ne? Manchmal kriegt man dann die Items weggerollt oder die droppen nicht und so weiter. Da habe ich auch schon viele Dinge erlebt. Aber was ist so generell so deine Einschätzung? Also würdest du sagen, jemand jetzt, der generell PvP machen möchte, muss unbedingt Ehre und PvP-Gear farmen? Oder siehst du es so ähnlich wie ich, dass es auch ein bisschen von der Klasse abhängt? Also erstmal hängt es natürlich so auf jeden Fall stark von der Klasse ab, aber auch grundsätzlich denke ich, das gilt für jede Klasse. Also wenn jemand es schafft, wirklich sich im PvE-Content in bis Nax Ramas vorzuarbeiten und dort das Equipment auch wirklich abfarmen kann, dann muss der nicht die Ränge machen im PvP. Es gibt natürlich jetzt, wie gesagt, die High-Klassen, die müssen dann gucken. Aber jetzt nehmen wir mal jetzt hier den Krieger oder den Schurken oder auch einen Jäger, der, wenn er das Glück hatte, dass er auf die Sachen auch wirklich Anspruch bekommen hat,
dann geht es ohne das PvP-Gear. Also Ja. das ist auch so, dass meiner Meinung nach das PvP-Gear ein Tick besser ist als das PvP-Gear. Das allerletzte High-End-PvE-Gear ist dann ein ganz klein bisschen besser. Ich gerade ein bisschen die Sonne in den Raum rein. Gut, der Pfeiler ist gerade weg und holt die Sonne rein. Gut. Die blendet mich hier gerade so ein bisschen, aber das Okay. kriegen wir schon hin. Also du würdest Ja. sagen, dass das Naxxramas-Gear dann am Ende ein bisschen besser fürs PvP ist, oder wie? Also es kommt auf die Klasse an. Ich sage jetzt mal, so wie du sagst, zum Beispiel für den Schurken, ja, da reicht es dann völlig aus. Der braucht dann keine Ränge mehr zu machen. Wenn der das hat, dann passt das soweit. Also es ist halt auch so, dass natürlich ist das PvP-Gear Rang 14 komplett aufs Battleground ausgelegt. Also das heißt, gegen Naxxramas-Gear wird er auch im Battleground immer noch besser dastehen. Aber es gibt auch die großen PvE-Gilden, die dann selbst einen Jäger oder einen Schurken mit Rang 14 Gear nicht mitnehmen, obwohl der nicht würfeln würde, weil er ja schon, der sagt, er will sich das nur angucken, er braucht auch keine Ausrüstung, und sie nehmen ihn nicht mit, weil er sagt, nee, war es ja scheiß Gear. Weil es dann einfach für ein PvE-Raid nicht reicht. Also für Naxx jetzt zum Beispiel. Weil eben so viel Ausdauer auf dem Equipment ist. Und natürlich auch die ganzen Verzauberungen und alles, was der drauf gemacht hat, ist ja dann auch dann wieder alles aufs BG ausgelegt. Dass die Gilde sagen, nee, mit der Ausrüstung nehmen wir dich nicht mit. Ja. So, ansonsten, also da ganz klar, kann ein Rang 14 na, im PvE nicht mithalten. Umgekehrt denke ich eher. Also zwar würde dann natürlich im Battleground das Rang 14 Gear überwiegen und besser sein, aber der Unterschied ist viel geringer. Also eine gute. Es gab oftmals Raid-Gruppen, die haben gerade irgendeinen Dungeon geklärt und dann haben sie gesagt, okay, auch machen wir noch ein bisschen Aradi-Becken. Das war noch die Zeit, kann ich mich erinnern, kurz bevor ich in die Gilde eingetreten bin, Ja, in die und haben dann mit PvP-Gilde. ihrem krassen PvE-Gear auch schon die BGs dominated Genau, so ein und dann haben bisschen. die, dann hat man gesehen, oh, die und die Gilde, ja, die kannte man auch so von dem Server, ja, das sind die, die gerade irgendeinen coolen Boss gelegt haben und auf einmal haben die dann da Arati-Becken einfach ganz schnell geklärt. Die haben dann zwar in der Regel nicht fünf Flaggen geholt, aber vier haben sie auch immer gekriegt und wir haben richtig auf den Sack Das gekriegt. muss man natürlich auch so ein bisschen so differenziert betrachten, weil damals war es ja auch so, dass dann nicht jeder sofort auch Ragnaros und Nefarian und so weiter killen konnte, ne? Einfach, dass die Leute noch viel schlechter waren und auch noch diese ganzen Strukturen nicht überall so vorhanden waren, hatten natürlich dann auch die guten Gilden auch echt einen krasseren Vorteil noch, ne? Es wird auch Ja, das interessant hat. sein, wie da so diese Verteilung von wirklich guten Gilden und schlechten Gilden sein wird. Auf Privatservern war es halt echt so, da sind so viele gute Gilden gewesen, ne? Da ist jeder mit gutem Gear rumgerannt, gefühlt. Aber natürlich auch jemand, der vielleicht noch nie Vanilla gespielt hat. Oder jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, 16, 17, 18 ist, gerade ein bisschen WoW. Retail spielt irgendwie, keine Ahnung von Vanilla hat. Dann mal anfängt im Sommer irgendwie. Der wird natürlich auch jetzt nicht direkt alles raffen, ne? Ja, dadurch, dass es heute bekannt ist, wie es funktioniert, normalerweise sollte es alles schneller gehen. Deswegen würde ich mir an der Stelle wünschen, weil es ja jetzt irgendwie mit den Hots und Buffs jetzt ja alles irgendwie hochgesetzt wurde von 8 auf 16. Das war ja damals technisch nicht Genau, von möglich, Anfang an hast du jetzt. dass sie das dann eben auch ausgleichen bei den Dungeons, dass die Bosse eben mehr Schaden machen oder mehr Leben haben oder eine Kombination davon oder vielleicht auch einfach die KI intelligenter ist einfach. Weiß ich nicht, inwieweit Blizzard sich da Mühe geben wird, aber es wäre schön, weil ansonsten sind die Dungeons schnell geklärt und die Leute, erstmal verlieren sie schneller den Spaß, weil sie am Ende sind und oder warten wieder auf das nächste Update. Und natürlich wäre es auch ansonsten unfair gegenüber dem PvP, weil das PvP wird wieder genauso lange dauern. Da wird sich nichts ändern. Das ist, ja, sind noch viele Variablen ungeklärt, sagen wir es mal so. Ja, also gut, ich denke mal nicht, dass sie ans Eheres-System rangehen, weil das wäre ja wieder ein zu großer Einschnitt. Deswegen denke ich mal, dieser ewige Grind bis 14 wird bestehen bleiben. Denke auch. Da wird dann halt nur die entscheidende Frage sein, wann eigentlich das System dann in-game kommt, ne? Richtig. Ja, also ich finde es gut, dass es nicht von Anfang an da ist, weil dadurch hat man halt auch erstmal
diesen Spaß des World PvPs. Ja, Das finde ich ich glaube auch, super. ich würde es, glaube ich, ein bisschen zu stark eventuell finden, weil man dann unter Umständen vielleicht das PvP geben müssen zu früh hätte. Deswegen finde ich es auch nicht schlecht eigentlich, ja. Also wenn es mit dem ersten oder mit dem zweiten Update kommt und dann später Genau. ja nochmal vielleicht im dritten oder vierten Update erst dieses Upgrade des Gears, Genau. dann wäre es völlig in Ordnung. Ich So. weiß gerade gar nicht mehr, welches mit dem ersten. Also am Anfang ist ja Molten Core, Maraudon und Oni drin, ne? Und ich glaube, man kommt beim zweiten Update schon BWL? Glaube nicht, ne? Ich glaube, beim zweiten Update kommt dann erst Diamol und und Kazak und Azoregos, glaube ich. Und ich glaube, dann Musst du kommt. selber nachschauen, ich bin ja nicht so der PvEler. Ja. Nee, aber hast schon recht. Also ich glaube, mir wäre es dann auch tatsächlich egal, ob es beim zweiten oder beim dritten kommt. Ich finde nur ganz cool, dass es eben nicht beim ersten direkt drin ist, so. Ne, dass die Leute sich direkt ins BG verabschieden, ne, sondern dass man erstmal so ein bisschen, ja, Genau, auch World also PvP genau, macht. und dadurch, dass es jetzt ja sechs Abschnitte gibt, wird es wahrscheinlich das Upgrade des Gears auch dann erst im fünften oder sechsten kommen, je Ja. nachdem, wann die BGs aufmachen. Genau. Ja, und wie gesagt, jetzt nochmal zum PvP versus PvE-Gear. Also ich habe das schon gesagt, ich finde es halt auch sehr klassenabhängig. Zum Beispiel der Schurke profitiert von seinem PvE-Gear halt richtig krank im PvP auch, weil das auch so gut aufs Gameplay ausgelegt ist, finde ich. Mit dem Schurken schnell einen umnuken, schnell einen umklatschen. Da ist das PvE-Gear halt einfach sehr gut zu. Und ich habe zum Beispiel auch dann die Erfahrung gemacht, in Privatservern, wo dann auch Leute Rang 14 gefarmt hatten, also Schurken. Die haben dann auch im World PvP oftmals das Full T2-Set angezogen mit den Rang 14 Waffen. Das war quasi für die besser Okay. im World PvP. In BGs kann man aber natürlich auch wieder sagen, okay, in Battlegrounds kommt es auch oft einfach darauf an, dass man überlebt. Ne? Und dann braucht man halt viel Stamina, also viel Ausdauer. Weil da kann es auch noch ein bisschen anders sein. Aber es ist schon sehr klassenabhängig, das stimmt. Wer da jetzt irgendwie, ja, wo sich das mehr lohnen würde. Ich glaube, da muss man dann einfach sich einfach mal die verschiedenen Sets anschauen. Oh, das ist hier gerade ein kleiner PvP-Kampf. Und einfach mal vergleichen. Ja, das habe ich zum Beispiel auch beim Warlock gemacht, beim Mage habe ich das mal gemacht und da habe ich dann relativ schnell herausfinden können, eigentlich, wo sich das PvP-Set lohnt und wo eben nicht. Ja. Und zum Beispiel beim Mage finde ich, dass PvP-Set sehr, sehr stark, ja, und auch gerade so die Set-Boni vom Magier sind nicht unbedingt, vom PvE-Set vom Magier sind nicht unbedingt geil fürs PvP. Ja, beim Magier finde ich, lohnt sich das PvP-Set auch sehr, sehr stark. Beim Warlock wiederum finde ich die T1 und T2-Sets wiederum sehr gut beim Warlock, ja. Die haben auch coole Set-Boni drauf, die im PvP sehr viel Sinn machen. Und ich glaube, da muss sich dann auch wirklich jeder so ein bisschen selber mit seiner Klasse beschäftigen und auch einfach mal schauen, was da für ihn Sinn macht. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal einfach festhalten in dem Video hier, dass nur weil ihr fett PvP machen wollt, weil ihr PvP feiert, bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr auch wirklich Rang 13, 14 oder wie auch immer Gear braucht, generell PvP-Gear braucht, weil es halt wirklich auch sehr, sehr variieren kann. Ne? Also da auf jeden Fall mit eurer eigenen Klasse einfach mal auseinandersetzen. Mal die. Oh, ist hier gerade. Oh, Scheiße. DVD runtergefallen. Und genau, deswegen, das kann man so pauschal nicht sagen, denke ich. Ja, und da einfach mal quasi selber informieren. Wollen wir auch mal an der Stelle festhalten, es werden auch weit unter 1% der Spieler Rang 14 erreichen. Das Also sowieso, das genau. heißt, die Leute, die sich das jetzt Ja. vornehmen und die vielleicht noch nie Classic gespielt haben, es ist wirklich ein ewig langes Spiel. Genau, müssen wirklich 2 Monate mit mehr oder weniger 8 bis 10 bis 12 Stunden vielleicht sogar am Tag spielen, ja, von morgens bis abends. Und das kann schon sehr ermüdend sein und ist halt auch die Frage, inwiefern sich das dann auch für euch lohnt. Ja. Nach Servergröße und ohne Stammgruppe meiner Meinung nach nicht machbar. Es sei denn, ich Ja. share meinen Account mit noch zwei Leuten. Ja, genau, das stimmt also. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich so Fans seid von Gruppen-PvP und eh den ganzen Tag im BG rumhängt, dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, denke ich mal. Ja, und dann schließt euch uns an. Ihr habt es ja vorhin schon gehört. Ja.
Bisschen Werbung hier. Genau. Genau, also Dark wäre ja auch in dem Fall jetzt hier tatsächlich dann auch derjenige, der vielleicht dann den PvP-Bereich erstmal leiten wird bei uns in der Gilde, ne? Genau, Und, wobei jetzt noch offen ist, ich wollte eigentlich Allianz spielen, aber die Horde ist bei uns jetzt im Moment so schwach vertreten, dass ich das mir jetzt wieder offen lasse, wo ich spiele, auf welcher Seite. Genau, ja gut, das ist ja dann noch offen, das kann man ja dann schauen. Ich denke, da werden sich auch noch einige umentscheiden, die sich vielleicht jetzt schon entschieden haben. Ja. Genau. Ich finde, man muss dann auch einfach im Sommer mal schauen, welche Server so da sind, ne? Wie viele Leute da drauf sind und so weiter. Und dann, ja, entscheidet So wie man es sich halt. jetzt im Moment aussieht, denke ich, dass wir auf jeden Fall Stammgruppen stellen können. Mit dem Potenzial, was wir jetzt schon haben, sieht es bis WoW rauskommt, sehr gut aus. Ja, genau. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte vorhin nicht meine Meinung zum PvP-Balancing in Vanilla gesagt. Mir gerade noch eingefallen und da war mir nur noch wichtig, ich halt stark gemerkt habe, weil ich auch lange Burning Crusade gespielt habe auf Privatservern und dann das erste Mal wieder auf Vanilla gespielt habe, da habe ich gemerkt, dass das PvP vielleicht auch für die Leute, die jetzt von Retail kommen, ja, die jetzt viele Jahre keinen Vanilla gespielt haben, das finde ich deutlich, deutlich burstlastiger, oder? Also man kann wirklich, wenn man jetzt nicht gerade Rang 14 Gear anhat, kann man wirklich mal von einem Schurken in zwei, drei Stunts umgeklatscht werden. Von einem Magier, zwei, drei große Frostbolt-Crits und man ist down. Also da finde ich auch schon, finde ich persönlich, das ist ein bisschen angenehmer in Burning Crusade, weil man da deutlich mehr HP hat. Dadurch die Kämpfe ein bisschen länger dauern. Aber ich finde es noch ertragbar. Also ich finde es noch in Ordnung. Nur ich finde es auf jeden Fall auch so rum besser, als wenn die Kämpfe quasi endlos gehen würden. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Das stimmt. Also ich jetzt gerade die Stoffklassen jetzt Hexenmeister, Priester, Magier, die werden es schon beim Leveln merken, aber auch noch gerade wenn sie Rang Genau. 60 erreicht haben, egal ob sie dann gleich ins BG gehen, wenn sie länger gebraucht haben, wenn die BGs schon offen sind oder auch so in der Welt rumlaufen, das sind natürlich für gut equippte Schurken oder Druiden, die da durch die Gegend schleichen, das sind dann natürlich die ersten Opfer, die immer rausgesucht werden. Genau. Da dürft ihr aber jetzt nicht irgendwie denken, oh, Vanilla ist Kacke oder so. Das ändert sich ein bisschen mit Gear und vor allem auch mit den Talenten, die ihr bekommt, um halt auch einfach dann die Leute zu kiten und wegzurennen und euch zu schützen und so weiter. Aber Vanilla ist schon overall, finde ich, ein bisschen burstlastiger, weil die Leute nicht so mega viel HP haben. Das kann man schon so sagen. Man muss mehr aufpassen so auf sein Leben. Ja, das stimmt. Auf jeden Man Fall. kann öfter mal ja, aus den Socken fliegen. Genau. Ja, dann abschließend den heutigen Podcast hier würde ich gerne nochmal mit der Frage: Was ist denn so deiner Meinung nach die beste PvP-Klasse in Vanilla? Und die schlechteste, also vielleicht erstmal die beste. Gut, also das ist natürlich jetzt wieder die Frage, mache ich Battleground oder gehe ich doch ins World PvP? Genau. Vielleicht, wenn du Da, so overall sagst, so, oder du kannst auch für jeden Bereich einen sagen, ja, wie du möchtest. also im Battleground, auch hier ist natürlich wieder wichtig, welches, aber sagen wir jetzt mal, weil eine Stammgruppe oder eine PvP-Gilde wird ja beides machen. Die werden Radibeggen und Warsong regelmäßig beides spielen. Ist der Druide zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil er ja meist als Flaggenträger fungiert. Der ist jetzt wahrscheinlich aber im World PvP dann nicht ganz so entscheidend oder nicht ganz so gut. Er kann sehr gut sein, aber er ist alleine einfach schwächer. So, aber in der Stammgruppe liegt er zum Beispiel, denke Also ich. jetzt der Heal-Druide vor allem, ja? Ach so, ja, gut. Der Druide als Heiler ist sehr wichtig, aber auch jetzt als Feral, wenn er jetzt die Flagge trägt, dann ist er meist ja nicht auf Heilung geskillt. Also in der PvP-Gilde wird er nicht auf Heilung richtig runterskillen. Das wird er nicht Ah, machen. okay. Und so hybridmäßig wahrscheinlich dann so, ne? Genau. Und ansonsten sehe ich auch einen Krieger weit vorne, weil wenn der geheilt wird im Battleground, dann ist das schon wirklich eine Waffe. Ja. Dann Schamane kann ich jetzt nur sagen, den hatte ich oft als Gegner, der teilt richtig gut Schaden aus. Ja, also wenn der das Equipment hat, Elementarschamane, da denke ich mir, ist im World PvP aber wesentlich besser als im Battleground. Wenn man dann einen trifft, geht's schnell. Also je nachdem, als Heiler ist er jetzt nicht so interessant im PvP, da gibt es dann bessere Heiler.
Ja. Ja, was haben wir noch? Magier sind im BG nicht so gut wie im World PvP, würde ich sagen, weil die liegen im World PvP, denke ich, auch ganz weit vorne. Sie sind deswegen nicht schlecht im Battleground, also die würde ich jetzt auch nicht hinten anordnen, aber verlieren dann doch wieder ein bisschen an Bedeutung. Ja, also ja, genauso den Paladin. Der ist im BG wichtig, nimmt man sehr gerne mit, aber wäre draußen vielleicht nicht die beste Karte, wobei er grundsätzlich im PvP viel Schaden machen kann. Als Ja, im ich bin gerade down PvE. gegangen und die Sonne blendet mich wieder. Sehr schön. Ach, Mann, ey. Also im Also du Battleground würdest. würde ich sagen, der Krieger und der Druide sind unter den Top 3. Das sehe ich eigentlich genauso, ja. Und dann gibt es so, so Klassen wie zum Beispiel Magier, Jäger, die sind im vorderen Mittelfeld, 4, 5. Aber das gilt dann für beides. Die sind in beiden Sachen gut, ob im World PvP oder im BG. Und ja, dann wiederum, ja, der Priester zum Beispiel. Also ich habe jetzt, wir hatten nie einen Shadow jetzt zum Beispiel in der Gruppe. Also das war, die können gut Schaden machen, aber die sind jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt notwendig. Also dass man die jetzt unbedingt braucht. Also ich kann genauso gut einen guten Hexer oder einen Magier mitnehmen. Ja, aber trotzdem kann der Shadow jetzt super, super Schaden austeilen, wenn er richtiges Gear hat. Aber es gibt halt so ein paar Schlüsselcharaktere, die man eigentlich wirklich braucht. Und das ist, Ja. denke ich mal, ein guter Heiler und ein guter Druide, der dann vielleicht auch noch die Flagge trägt. Ja, oder eben ein Krieger oder ein Paladin. Also Also das ist deine ähnlich wie im Top Raid. drei Klassen im PvP wären quasi Krieger, Druide und Druide und ich. Also jetzt im BG meinst du? ja, so overall einfach. Dann würde ich sagen, teilen sich ja, Rang 3 dann so Hexenmeister, Hunter, Magier. Ja. Wobei ich jetzt natürlich auch sagen kann, die Gruppe kann nicht auf den Heiler verzichten. Deswegen ist es jetzt immer wieder schwierig. Der Heiler macht dann natürlich keinen Schaden. Also der ist natürlich genauso wichtig wie der Krieger oder der Hunter, der dann das Schaden austeilt oder Schaden einsteckt. Ja, stimmt. Das ist schwer zu sagen. Also aber der Heildruide wird wenig Leute umklatschen. Der wird vielleicht mal die Fahne tragen, wenn es keinen Genau, jeder zweiten hat halt auch Druiden so gibt. andere Aufgaben einfach im PvP dann auch, ne, in dem Fall. Genau. Also das kann man schwer sagen. Im World PvP ist es viel, viel leichter, das festzulegen. Ja. Kommen wir dann vielleicht gleich noch. Also ich finde es halt aber auch gut im Grunde genommen, dass es so schwer zu sagen ist, weil das spricht ja eigentlich auch so ein bisschen fürs Balancing, ne? Und dafür, dass es halt eben auch für jede Klasse irgendeine Rolle gibt, einfach in Vanilla. Ich würde jetzt vielleicht einfach so sagen, overall könnte man eigentlich sagen, dass der Krieger irgendwie so gerade im BG PvP mit so die wichtigste Funktion hat irgendwie, weil er einfach sehr viel Schaden machen kann, durch die Heiler supported wird und auch noch den Mortal Strike-Effekt auf die Gegner drauf macht, das heißt, die weniger Heal bekommen. Und halt auch dann von dem PvP-Gear wahrscheinlich am meisten profitiert von allen Klassen, würde ich so sagen, oder? Kann man schon so Die sagen. Steigerung ist enorm, ja, das stimmt. Also so ein Krieger mit komplett Rang 14 Gear und es kommt hier gleich wieder ein neuer Follow rein. Oh Mann, ey. Und den Rang 14 Waffen vor allem, das ist schon bitter. Also auch gerade Krieger profitieren extrem davon, wenn sie sehr viel Ausdauer haben, weil dadurch können sie einfach länger quasi ihre Crits auch reindrücken und können nicht so schnell einfach mal umgelattet werden. Die Healer haben mehr Zeit, um zu reagieren. Deswegen so im BG PvP würde ich wahrscheinlich den Krieger wirklich an erster Stelle sehen. Und danke Arti für den Follow, obwohl ich gar nicht live bin. Ja, genau. Und im World PvP ist natürlich eine komplett andere Geschichte, weil im World PvP, sagen wir also wirklich jetzt mal auch im Solo World PvP, hat man natürlich keinen Healer um sich, ja, es sei denn, man halt sich irgendwie selber. Und da sind natürlich dann ganz andere Klassen, die da scheinen. Und im World PvP finde ich einfach so den Magier und den Hunter sehr, sehr interessant. Der Magier einfach, weil er sehr viel Mobility hat, kann sich selber versorgen mit Wasser und
Mit Nahrung, er kann auch mal mehrere Gegner relativ einfach bekämpfen. Ja, er kann einen Target erstmal schieben, einen zweiten kann er von mir aus noch kiten und den dritten umklatschen. Er hat einen Counterspell, er hat was gegen Frostschaden, was gegen Feuerschaden. Er hat verschiedene Schilde, er hat einen Eisblock, womit er erstmal komplett immun wird. Also der Magier hat einfach sehr, sehr viele Fähigkeiten, die ihn so in dynamischen Kämpfen gut aussehen lassen. Und der Hunter wiederum, den finde ich auch sehr interessant, weil er einfach auch, wenn er gut gespielt wird, auch in Kombination gerade mit Engineering, sehr viel machen kann. Zum Beispiel auch jetzt der Nachtelf-Hunter auf Allys Seite kann mit dem entsprechenden Pet auch komplett unsichtbar gehen, was auch interessant ist, nochmal mit Shadowmeld. Aber auch auf der Hordenseite einen Orc-Hunter, sehr, sehr stark mit dem Racial und auch mit Engineering-Granaten und so weiter. Mit dem Pet, was immer nervig ist irgendwie, kann viel aus der Ferne agieren, viel so das Gebiet für sich nutzen, ja. Das ist generell auch was ich so an Melee-Klassen so ein bisschen schade finde, dass man muss ja quasi immer am Gegner dran sein mit einer Melee-Klasse, ne? Ranged-IDs wiederum können ja quasi das Terrain für sich nutzen, ja, indem sie dich um einen Baum rumkiten oder wie auch immer. Das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, nachdem ich jetzt jahrelang Schurke gespielt habe, fand ich das irgendwie cool. Jetzt auch mal wieder einen Range-DD zu spielen und wirklich auch zu überlegen, okay, wie weit gehe ich an den Gegner ran und solche Geschichten. Und dass man quasi derjenige ist, der kitet und nicht derjenige ist, der gekitet wird. Ja. Genau, aber das ist so meine Einschätzung. Ich würde da mitgehen, kommt ja immer darauf an, ob ich jetzt sage, ich spiele im Open PvP einen gegen einen oder gegen mehrere Gegner, dann liegt der Magier ganz klar vorne, wenn es gegen mehrere Gegner geht. Genau. Wenn es gegen einen geht und ich jetzt wirklich aus dem Schatten heraus, jetzt als Allianzler zum Beispiel, als Nachtelf angreife, dann kriege ich wahrscheinlich den einen Gegner schneller down als der Magier. Aber er kriegt halt auch schneller Probleme, wenn dann ein zweiter oder ein dritter dazu kommt. Genau, das sage ich auch immer so, die immer so denken, ja, Schurke ist doch OP und Schurke und Schurke und Schurke. Schurke ist schon stark, ne, aber sobald mal ein weiterer Gegner kommt, ist es halt ganz schnell auch mal vorbei, ne? Weil ein Schurke muss sich sehr auf seinen Target konzentrieren und muss sehr dieses eine Target unter Kontrolle halten. Und sobald aber irgendwas schief läuft, ist es dann auch schnell vorbei mit dem Schurken. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das hast du auf jeden Fall recht. Das hängt auch immer davon ab, wie viele Gegner man hat. Schurken ist es dann in der Regel noch schneller vorbei als beim Jäger. Genau. Der Schurke hat halt nur den Vorteil, dass er halt abhauen kann. Das kann der Jäger nicht. Ja. Schwieriger. Ja gut, stimmt, ne? Mit dem Vanish dann nochmal, das stimmt natürlich, ja. Ja, so, jetzt gehen wir gerade nochmal in die Innie hier rein. Ich sterb hier nicht. Ja, das war doch eigentlich eine ganz gute Übersicht so. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was ist so was denkst du so, wie wird sich das PvP ja dann letztendlich anfühlen auf den Blizzard-Servern im Sommer? Worauf freust du dich am meisten so? Was ist so deine Prognose? Wie wird das alles so werden? Also, ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass es erstmal am Anfang keine Battlegrounds gibt. Dadurch werden die Leute wirklich erstmal sich wieder zusammentun und man wird sich prügeln in kleinen Dörfern. Irgendwo wird es wieder Schlachten geben, so wie früher. Das hat halt richtig Spaß gebracht. Oder man wird auch Ja. mal versuchen, eine Stadt zu erobern, was dann natürlich meist nachts stattfindet, weil ansonsten war das gar nicht machbar. Es war einfach zu viel gerade los und dann, wenn man halt abgesprochen hatte, okay, heute Nacht geht's eben nach Undercity oder so, und wenn die Gegenseite es nicht wusste, dann hatte man halt auch eine Chance, da reinzukommen. Ja, stimmt. Das wird richtig gut werden, und sobald die Battlegrounds aufgehen, wird, denke ich mal, der Großteil sich dort wieder tummeln, weil das dann einfach wieder neu ist und ja, die Leute natürlich auch heiß auf das Gear sind und erstmal das alte Ja. Ehrensystem wieder feiern werden, vor allen Dingen die Weil Leute, die wahrscheinlich auch jetzt. viele das noch nie gemacht haben, so, ne? Die dann vielleicht von ihrem älteren Bruder mal gehört haben, so, ja. Damals in WoW Vanilla war es so geil mit dem Ranking Rang 14, war so geil und das vielleicht auch alles mal selber ausprobieren wollen. Kann ich mir auch Ja, vorstellen. also die dann wirklich durchgehalten haben bis 60, weil es werden vielleicht auch einige vorher aufgeben, aber die Ja. das dann wirklich drauf gewartet haben und es dann probieren, die werden dann hoffentlich Geschmack daran finden, Ja. weil genauso viele wie natürlich sagen, oh mein Gott, das ist voll unfair und das für Gelegenheitsspieler ist das ja dieses PvP-System nicht zu machen und das ist gemein. Genauso sagen natürlich auf der anderen Seite berechtigterweise die Leute, ja. Und dafür kriegt nicht jeder das Equipment hergeschmissen. Also, Genau, und deswegen ist das auch wiederum fair. Ich weiß, beim
Das aktuelle WoW habe ich jetzt nicht wirklich gespielt, richtig, aber man hat relativ leicht immer sein Gear bekommen im PvP. Irgendwann hatte man die Ehre zusammen und dann konnte man sich das nächste Teil holen und Ja, ja, es war halt genau. einfach, das Konto wurde gefüllt und ich habe wieder einen Teil gekauft. Genau. Und ganz ehrlich, das blaue PvP-Gear ist auch schon sehr stark, finde ich. Also ich finde das blaue PvP-Gear auch schon echt. Definitiv. Es Also, wenn muss man nicht immer erstmal. direkt Rang 13 oder Rang 14 sein. Wenn man Rang 7 oder dann Rang 8 hat dann, und das blaue Gear komplett ist, dann ist man schon mal wirklich bei den Random-Gruppen einer der stärkeren Charaktere. Ja, egal welche Klasse, man kann da gut mitlaufen, man kann gut Schaden machen. Also, ja, sicher, wenn jemand komplett episch ist, dann hat man da vielleicht noch seine Probleme mit dem, aber es fühlt sich dann schon ganz anders an. Und Ränge 7 bis 8 sind auch also für Gelegenheitsspieler in Stammgruppen auf jeden Fall erreichbar. Und auch ohne Stammgruppe ist Rang 8 durchaus machbar. Klar muss der mehr spielen, weil er einfach natürlich die Bonusehre weniger bekommt, aber ist alles noch machbar. Darüber hinaus wird es dann natürlich schon sehr nervig. Ja, genau. Also du freust dich auf jeden Fall auf den Sommer. Riesig, ja, total. Also durch diese Warterei, die nervt. Ja. Ja, wird echt mal so die Frage sein, wann die Server dann kommen, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, so Sommer, Spätsommer. ja, ein Classic Summer wurde uns versprochen von Blizzard. Ich bin mal gespannt, wann der anfängt. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Podcast-Folge hier. Ja, vielen Dank, Ja, danke auch dass ich nochmal an dabei sein Dark. durfte. Ja, danke nochmal für deine Expertise hier, gerade im Pre-Made Stammgruppen-PvP. Habe ich aber nicht so viel Ahnung von gehabt, deswegen, ja. Ja, es werden wahrscheinlich dann noch einige andere Podcast-Folgen kommen in Zukunft. Vielleicht dann auch, dass man einfach mal sich alle Klassen mal genauer anschaut. Ja, da hat auch jeder eine eigene Meinung zu, was da gut und schlecht ist im PvP. Das soll es aber erstmal gewesen sein mit der heutigen Folge. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal ja, eure Meinung zum WoW Vanilla PvP unten in die Kommentare rein, was so eure Erfahrungen waren, was ihr so 2005, 2006 vielleicht für Erfahrungen gemacht habt. Und auch dann vielleicht auch, wer auch von euch auf Privatservern gespielt hat, was da so für Unterschiede euch aufgefallen sind und worauf ihr euch am meisten freut, ja, im PvP, in Vanilla im Sommer. Und damit würde ich sagen, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.